So, hello, ihr Narren. Nein, die Valerie wurde nicht ausgetauscht. Ich bin nur verkleidet, genauso wie meine Gäste. Und ich bin froh, dass ihr da seid. Und ich hoffe, die Weine sind gekühlt. Ich hoffe, ihr macht alle bei unserem Chat fleißig mit. Denn wenn ihr Fragen habt, bitte Fragen. Blöde Fragen gibt es nicht. Erst recht nicht heute. Und die werden natürlich auch so schnell wie möglich beantwortet, wenn ihr welche habt. Und wir starten direkt mit meinen zwei lieben Gästen, die heute hier sind. Und zwar einmal zu meiner Linken, Sophie Egert vom Weingut Egert aus Hattenheim. Dein Papa hat 1997 übernommen, liebevoll und von uns allen Montfré genannt. Und mittlerweile sind du und dein Bruder voll mit drin. Ihr habt auch den Fokus auf Riesling. Ihr habt ganz fantastische Rheingauer Lagen und wie ich finde immer ganz, ganz tolle Ideen. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und dann einmal zu meiner Rechten Matthias Krass vom Weingut Krass aus Erbach. Ihr habt 7,5 Hektar, seid in Erbach. Riesling und Spätburgunder fühlen sich bei euch sehr, sehr wohl. Aber mittlerweile habt ihr auch andere Rebsorten, wie beispielsweise Grauburgunder, gelber Muscatella und unter anderem auch Merlot und Sauvignon. Also eine sehr, sehr große Bandbreite, werden wir später auch nochmal drüber sprechen. Und mein Highlight ist der Gutsausschank, weil da bin ich im Sommer auch immer sehr, sehr gerne. Kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen. Und ich würde sagen, bevor ich wieder zu viel rede, wir haben schon was im Glas, oder Sophie? Ja, erstmal hello, oder? Ja, hello! Das Wichtigste, heute wären wir eigentlich alle unterwegs. Jetzt sind wir alle hier. Richtig. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ich dachte, du moderierst noch weiter. Ach so, nee, jetzt ist das ist jetzt mein Part. Ja. Wir haben jetzt im Glas einen Riesling-Sekt von unserem Weingut. Die ganze Geschichte ist so, dass wir immer eine traditionelle Flaschengärung, die schwarze Linie, machen und eine Tankgärung, das ist die grüne Linie. Und ja, also die heißen so, da haben wir uns, das haben wir uns sehr einfach gemacht, weil grüne Linie, die hat ein grünes Etikett, und die schwarze Linie, die hat ein schwarzes Etikett. Also dementsprechend auch sehr einfach auseinanderzuhalten. Und bei der traditionellen Flaschengärung, da sind wir mittlerweile jetzt, lassen wir diesen Grundwein jetzt in Speyer, also in der Pfalz, versekten. Und als wir dann letztes Jahr im März die Proben bekommen haben, dann entscheidet man ja, wie viel Zucker der Sekt haben soll und also wie viel Dosage man wieder hinzugibt. Und da haben wir dann entschieden, wir machen zwei verschiedene Dosagen und das ist also auch sehr spannend. Das ist also beides die traditionelle Flaschengärung, der gleiche Grundwein, aber dieser hat jetzt 6 Gramm pro Liter Zucker bekommen und der andere ist Brut Natur, der hat also gar keinen Zucker. Das ist sozusagen die ungeschminkte Version und so, ja, wenn man beide mal probiert, kann man gerne bei uns im Weingut, wenn das wieder möglich ist, dann sieht man, was eben so die Dosage ausmacht und ja, wie der Sekt sich dann auch damit verändert. Wie lange war der jetzt auf der Hefe gewesen? 15 Monate. Also, 15 Monate. Genau, mindestens 9 Monate ist es ja in Deutschland und der war 15 Monate auf der Hefe, ja. Matthias, bist du Fan? Auf jeden Fall Fan, ja. Das ist so ein Thema für mich, ein großes und auch gerade die Flaschengärungen, die ein bisschen länger auf der Hefe liegen, machen ja schon unheimlich Spaß und ja. Da kann ich wunderbar mitgehen, ja, bei dem Sekt, ja. Voll. Habt ihr auch Sekt bei euch? Ja, natürlich, ja. Sekt ist auch schon immer ein Thema im Weingut und bei mir wird es jetzt auch ein bisschen stärker. Ich habe noch mal so ein bisschen Sekterfahrung sammeln können in meinem vorherigen Winzerleben, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und das will ich jetzt auch einfließen lassen und jetzt geht es so ein bisschen los mit den ersten Flaschengärungssekten und das wird ein bisschen breiter, auch das Sortiment in Zukunft, dass wir auch Lagen Flaschengärungssekte haben und auch noch ein Rosé dazu und Weißburgunder. Naja, das kommt dann alles bald. Cool. So, Sophie, wir kommen noch mal ganz kurz zu deiner Person. Du hast nämlich vollkommen recht, ich habe vergessen, dich vorzustellen. Sophie ist klassische Winzertochter. Du warst viel im Ausland unterwegs, unter anderem in Neuseeland und auch in Südafrika. Hast Weinbau und Önologie studiert, bist jetzt, glaube ich, seit letztem Jahr fertig. Ja, alles richtig bisher. Ein absoluter Sekt- und Champagner-Freak, kann ich absolut nachvollziehen. Der Sekt beweist es. Und du bist eine waschechte Fasnachterin. Trifft zu, oder? Ich denke auch, ja. Also Valerie und ich waren ja auch zusammen in der Tanzgruppe viele Jahre. Und ich denke, wir sind schon sehr gut dabei. Ja. Matthias, du hast keine Konfetti-Allergie, oder? Nein, überhaupt nicht. Gar keine Probleme. Sophie hatte nämlich gestern noch geschrieben, ich weiß gar nicht, ob der Matthias verkleidet kommt. Wenn er nicht verkleidet kommt, kann er gerade wieder einfach. Also, naja, das kriegen wir schon hin, ja. Das ist sehr gut. Haben wir schon was in der Fasnachtskiste, was man nehmen kann, ja. Auf jeden Fall. Sophie, warum bist du denn so ein großer Sektfan? Wo hat denn das angefangen?
Oh, das ist eine ganz gute Frage. Also meine Mutter, die trinkt auch sehr gerne Schaumwein und vielleicht liegt es daran, aber ich habe einfach irgendwann festgestellt, Wein schmeckt mir gut, aber alles, was prickelt, ist einfach irgendwie lebendig und ja, das macht auch noch mal so frisch. Also viele trinken Sekt so am Anfang und sagen irgendwann, oh, jetzt ist die Kohlensäure einfach zu viel, jetzt brauche ich mal einen Wein. Aber so geht's mir nicht. Ich kann den ganzen Abend Sekt trinken. Auch morgens, mittags, abends, geht immer. Also da bin ich ganz schmerzfrei und deswegen ist irgendwie auch so die Liebe zum Sekt gekommen und möchte das auch dementsprechend, wie der Matthias, auch mehr im Weingut, ja, jetzt selbst machen. Hast du dann auch vor, irgendwann mal selbst zu versekten oder ist das nicht umsetzbar bei euch? Nee, genau, das habe ich auch vor. Also ich habe jetzt in Südafrika letztes Jahr um diese Zeit ein Praktikum gemacht auf einem Sektgut. Die haben auch nur die Champagner-Methode gemacht und ja, da habe ich also auch viel lernen können, das auch Wissen, glaube ich, was ich mal so ein bisschen gebraucht habe. Und jetzt habe ich letztes Jahr während der Lese extra Grundweine speziell für Sekt lesen können und jetzt geht's dieses Jahr los. Ich bin sehr gespannt, weil es wird der erste Jahrgang, den ich selbst versekte und ich hoffe einfach nur, dass der durchgärt, sodass alles reibungslos läuft. Wir können uns drauf freuen. Auf jeden Fall. Den Sekt, den wir jetzt im Glas haben, weil ich erinnere mich, ihr habt ja ein neues Label und ich hatte in der Winebank eine Flasche Sekt gehabt und da war noch das alte drauf. Das hat irgendwann mal dein Papa meiner Mama geschenkt und der hat ganz lange in der Winebank gelesen, weil ich immer gedacht habe, an so einem Abend, ach komm, nee, den hebst du nochmal auf. Und ich glaube, das war 2014er Jahr gewesen oder so. Und doch, dieses dreieckige Etikett. Ja. Oh ja, das ist lange her, ja. Und ich habe den aufgemacht irgendwann Abend, weil es war kein Sekt mehr drin. Und ich dachte, komm, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt machst du den mal auf und der war so toll gereift gewesen. Echt? Also okay. Richtig, richtig cool. Habe ich auch gedacht, mein Gott, das ist ja super. Geht das mit dem auch? Müsste eigentlich. Also eigentlich sagt man, dass umso länger der Sekt auf der Hefe liegt, also bevor er degorgiert wird und dann verkorkt wird, umso länger, umso besser. Das macht dem gar nichts aus. Man sagt allerdings tatsächlich, dass wenn er dann verkorkt ist, dass er eigentlich nicht mehr so lange haltbar ist wie Wein. Aber ich meine, klar, warum nicht? Riesling kann halt alles. Ja, das müssen wir einfach mal so sagen. Ich kann es bezeugen. Da muss ich heute Abend getrunken. Wir können doch noch mal 6 Jahre warten. Also das funktioniert. So, in Südafrika. Sekt in Südafrika. Ich kann es mir ganz schwer vorstellen, weil ich war noch nie so weit im Ausland gewesen, vor allem nicht so für so eine lange Zeit. Ist das Arbeiten dann auch was komplett anderes, auch so von der Motivation? Also das ist natürlich heißer dort, wärmer und die haben natürlich auch weniger Wasser. Dort haben sie jetzt nicht unbedingt Riesling, das ist zu warm für Riesling. Die haben aber viel Chardonnay und auch Spätburgunder und klar, die lesen früher, aber die gehen auch anders mit ihren Weinbergen um. Also während wir hier im Rheingau oder in Deutschland vor der Lese die Blätter in der Traubenzone abmachen, dass, wenn es noch mal regnet, die Trauben gut abtrocknen können und nicht eben faulen, lassen die Blätter extra über den Trauben hängen, weil das sind die ältesten Blätter, die machen auch keine Photosynthese mehr und dementsprechend bilden die keinen Zucker mehr und so sind die Trauben einfach vor der Sonne geschützt. Also das ist so ein ganz, ganz großer Unterschied, den ich einfach festgestellt habe und ja, also es war unglaublich spannend. Wir hatten sehr viel zu tun, die Lese ging auch sehr schnell. Also wir haben ja 10 Hektar oder fast 10 Hektar und lesen ungefähr 2 Wochen. Die haben 200 Hektar in auch 2-3 Wochen gelesen. Also das war schon echt eine Leistung. Da haben wir auch mit Tag- und Nachtschicht gearbeitet und das waren da 500 Handleser, die dort gearbeitet haben. Und das 500. War schon 500, ja. Also ja. Und auch allein das Grundstück, muss man sich mal überlegen, nur von dem Sektgut, also war ja nicht alles bestockt, aber das ganze Grundstück von denen war so groß wie der Rheingau. Ach du. Einfach so. Unvorstellbar eigentlich. Ja, wirklich. So klein denken und dann, oh nee. Krass. Ja, ganz verrückt. Matthias, hast du auch mal längere Zeit im Ausland verbracht? Du hast hier eine ziemlich, ziemlich tolle Zeit auch als Winzer und auch als Kellermeister gehabt in mehreren Weingütern. Warst du auch mal im Ausland gewesen? Ich kam irgendwie nie weg, muss ich gestehen. Ja. Ich bin immer im Rheingau irgendwie hängen geblieben. Ich wollte eigentlich mal eine Zeit lang nach Neuseeland. Da war auch schon was geklärt und dann wurde ich dann betrieblich doch ein bisschen übernommen und weitergeführt, mein Arbeitsverhältnis. Und dann kann ich mit gebrauchen. Dann bin ich dann auch in Schloss Hollraths geblieben und nicht weiter. Und
Ja, und dann ging es auch irgendwie immer so ein bisschen eins nach dem anderen, ein Betrieb nach dem anderen. Ich habe ja im Rheingau ein bisschen was durchgemacht, ja, aber dass ich dann mal ins Ausland kam, hat sich nie irgendwie dann mehr ergeben, ja. Ich war dann so im Arbeitsleben drin oder integriert, dass ich dann einfach nicht wegkam. Aber naja, gut. Vielleicht, so. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht dann, wenn ich dann auf die Rente zugehe. Genau. Wo wir gerade beim Thema Sekt sind, ich weiß, das läuft außerhalb vom Weingut, aber das ist viel Gebabbel. Ja. Das ist ein sehr gutes Thema. Das ist ein Projekt von der Sophie mit einem Sekt, den sie mit der Tatjana zusammen gemacht hat, Tatjana Schmidt. Aber ich glaube, du solltest es, glaube ich, selber nochmal erklären, was genau das ist. Ich habe selber daheim, ganz tolle Sache, was ihr da gemacht habt. Deswegen, ich würde dich bitten, erzähl es doch einfach nochmal. Ja, also das ist ein Gemeinschaftsprojekt von der Tatjana Schmidt vom Weingut Friede Russler aus Walluf und von mir. Und irgendwie, wir haben so zusammengesessen und haben gedacht, komm, wir machen irgendwas. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, wir machen Sekt. Und der Name, der stand auch schon schnell fest. Also der Name Viel Gebabbelt, den mussten wir so lange für uns behalten, bis er dann endlich 1,5, 2 Jahre später auf den Markt kam. Und das sind also jeweils 300 Liter von jedem Weingut gewesen. Bei mir war es eine Spontangärung und bei ihr ein Most, der länger auf der Maische gelegen hat, eine längere Maischestandzeit gemacht hat. Und der wurde dann auch in der Pfalz versektet, bei dem gleichen Sektgut, wo wir auch mit unserem Sekt sind. Ja, und dann war aber erst mal sie in Österreich und dann war ich in Südafrika und dann kam ich heim und dann hatten wir Lockdown und irgendwie war das so, oh, jetzt der Sekt irgendwie, da geht's nicht voran. Und jetzt ja. Endlich dann letztes Jahr zum 1.11. haben wir den dann rausgebracht und ja, sind sehr glücklich über diesen Sekt und er ist eigentlich auch schon fast weg. Es gibt nur noch sehr wenige Flaschen. Also hätte der vielleicht schneller sein müssen, aber es ist ja noch ein bisschen was. Ja, es gibt auch noch, es gibt ja eine nächste Charge, keine Sorge. wir planen noch mit Ende des Jahres, ja. Ende des Jahres, mhm. Cool. Wollt ihr das fortführen in die Richtung? Ja, also wir wollen da noch was dranhängen, wir wollen da noch eine kleine Steigerung einbauen, aber erstmal für Ende des Jahres, sag ich mal, bleibt es erstmal gleich. Okay, gut. Es kam eben die Frage, warum trinkt ihr den Sekt aus Weißweingläsern? Das ist ein sehr gutes Thema und vor allem weit verbreitet. Ich weiß nicht, ob es eine Winzerkrankheit ist, aber Matthias, willst du erklären, wieso, weshalb, warum? Und ich mag das eigentlich auch ganz gerne mit dem Weingläser, also dass man einfach ein bisschen das Aroma mehr spürt und gerade bei diesen, sag mal, gelagerteren Sekte, die länger auf der Hefe gelegen haben, geht's ja auch so ein bisschen, sind die ja schon fast ein bisschen voller, ein bisschen dichter, ein bisschen geschlossener und dann kann die auch schon ein bisschen mehr Luft vertragen. Ja. Was halt immer mit dem Drehen, das muss man, dann kann man sich dann sparen bei den Gläsern. Mhm. Der geht ja schon so nach oben, im Endeffekt durch die Kohlensäure werden ja die Aromen schon nach oben gefördert, aber ich mache das eigentlich schon gerne, auch mit den Weingläsern, wenn sie ein bisschen größer sind, auch den Sekt da rausgenießen. Also es geht auch, ja, wenn das ganz so ein großes ist, kann man das schon gut machen. Sophie, machst du das auch daheim? Ja, ich mache es auch daheim, ja. Also ich glaube auch einfach, diese Flötengläser heißen die doch, oder? Ja. Wie heißen die? Ja, diese ganz schmalen. Das ist natürlich, damit die Kohlensäure nicht so schnell verloren geht und auch mit dem Mussierpunkt, dass der gerade in einer Linie nach oben geht und wenn man dann trinkt, dass man nicht die ganze Kohlensäure in den Mund kriegt, aber wie er schon sagt, also da kommt mehr Aroma entgegen und gerade auch bei einer Flaschengärung ist ja auch die Kohlensäure so ein bisschen feiner, dass das ja gar nicht störend ist. Das ist ja nicht so eine harte Kohlensäure wie bei Wasser. Deswegen, es gibt auch Universalgläser, die für alles gedacht sind, für Rotwein, Weißwein und auch Sekt. Also ich finde es auch sehr, sehr viel angenehmer als jetzt immer das typische Sektglas. Beim Sektempfang ist es immer ganz nett, aber wenn man so jetzt mal ausgiebig sich mit beschäftigen will, dann ist das Weinglas dann doch vielleicht eher ein Tipp von uns. Kann man mehr rausfinden auch einfach. Ja, ich glaube, das muss jeder auch mal selbst probieren, ja. Und so seinen Stil finden, seinen Geschmack. Ne? Ja. Gut, mein Glas ist leer. Oh. Bei euch ist noch drin. Aber ich bin auch manchmal ein bisschen schneller. Ich genieße vielleicht schneller. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zum zweiten Wein. Und zwar zu einem Grauburgunder. Ist ja aktuell ein sehr, sehr, sehr heißes Thema. Matthias, ich würde dich bitten, weil das ist jetzt einer von deinen, ja. Dass du uns mal einschätzt. Ich darf ja nicht aufstehen. Ja, du darfst nicht aufstehen, das stimmt. Eigentlich müssen wir sagen, warum. Aber ein Glas brauche ich, ja. Genau. Das wurde so ausgelost. Genau. So. Sophie, geht. Mal hier rüber, okay. Die Ketten ein bisschen. Danke. Sonst schwingen die. So,
so, Grauburgunder. Matthias, ich denke, bei dir im Sortiment ein fester Bestandteil mittlerweile, oder? Ja, mittlerweile, also schon lang eigentlich, kann man sagen. War natürlich im Betrieb schon länger dabei. Damals kennt man es ja so ein bisschen als Ruhländer auch, die Rebsorte. Und das haben wir eigentlich jetzt schon, sag mal, bestimmt 60, 70 Jahre eigentlich im Betrieb angebaut. Nicht mehr den Wein, das ist ein anderer Weinberg, ein neuerer Weinberg. Aber das führen wir schon lange bei uns so in der in die Richtung. Natürlich hat sich der Ausbau ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Das ist klar, was wir machen mit dem Grauburgunder, wie wir den handhaben. Da hat sich viel verändert, aber die Rebsorte gibt es schon lange her. Ja. Bist du denn großer Grauburgunder-Fan? Ich gehe mal stark von aus, oder? Ja, Grauburgunder ist natürlich immer schon was Besonderes. Er ist eigentlich so herrlich universell im Endeffekt, kann man sagen. Also eigentlich passt er zu jeder Gelegenheit. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen die Trumpfkarte. Man kann bei großen Veranstaltungen anbieten und kann ganz viele Leute mit erreichen. Und jetzt gerade hier bei dem Erberer Grauburgunder, wir haben ja ein bisschen mehr im Sortiment. Also wir haben eigentlich zwei Grauburgunder in der Linie. Das ist jetzt der Ortsgrauburgunder von 2019, trocken ausgebaut. Und der ist natürlich dann auch ein bisschen leichter, ein bisschen zugänglicher. Vielleicht auch ein bisschen ein Wein, der sich auch ein bisschen eher in den Hintergrund stellt, kann man sagen. Der jetzt auch nicht ganz so viel Aufmerksamkeit braucht. Das ist ja wichtig, wenn man irgendeine Feier hat oder was. Dann geht es ja auch ein bisschen um die Gäste, um die Feier und dann vielleicht auch um die Speise dazu. Und das ist dann ein Wein, der dann ein bisschen neutraler ist, ein bisschen hintergründiger ist. Und ja, und das finde ich, da passt das wunderbar, der Grauburgunder. Also da haben wir schon einen großen Erfolg auch damit. Oder wird gerne bei uns natürlich auch in der Winothek mitgenommen oder gekauft. Und weil er auch ein bisschen weniger Säure hat als der Riesling, kommt der schon sehr gut an, ja. Grauburgunder ist ja in Deutschland momentan total gehypt. Also da ist ja auch mit der meiste Zuwachs an Rebfläche, dass jetzt Grauburgunder immer mehr kommt. Woran meint ihr, liegt das? Also jetzt nicht einfach nur, weil er halt weniger Säure hat. Also ich glaube schon, das kommt schon eher wegen der Säure. Also gerade im Rheingau wird oft nach Grauburgunder, Weißburgunder gefragt, weil man den Riesling vielleicht nicht so gut verträgt. Vielleicht kommt es aber auch so, ich weiß nicht, vielleicht kannst du was anderes sagen, so aus den südländischen Ländern. Vielleicht schwappt so ein bisschen rüber, ja, kann man sagen. So von Pinot Grigio. Ja, und, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich eher so das Gefühl, dass das so ein bisschen rückläufig ist mit dem Pinot Grigio. Da wird ja viel, dass das eher so ein bisschen negativ fast ein bisschen belastet ist. Jetzt würde ich nicht Schlechtes sagen, aber und dass der Grauburgunder halt so ein bisschen da Trumpf hat. Und wir haben sogar eher die Art, dass man mittlerweile sogar ein bisschen die Säure erhalten. Natürlich haben wir brutal reife Jahrgänge in den letzten Jahren gehabt. Und da ist der Grauburgunder ja auch schon früh reifer ist als der Riesling, wenn er deutlich vom Riesling ist, müssen wir schon aufpassen, dass wir eher die Säure schonen beim Ausbau. Also eher Richtung Ganztraubenpressung gehen und wenig Maischekontakt. Und früher hat man mal so einen biologischen Säureabbau gemacht, das machen wir alles gar nicht mehr, sondern der ist jetzt nur ganz geradlinig und klar, hat ein bisschen diese Apfelnote drin, ja. Aber er ist dann halt trotzdem ein bisschen weniger Säure als der Riesling. Aber warum das so kommt, ist manchmal interessant. Es sind manchmal so Wellen, die sich bewegen. Jetzt ist der Riesling leider ein bisschen wieder, wird wieder ein bisschen weniger, was mir ein bisschen schmerzt, als Rheingau-Betrieb, dass der Riesling so ein bisschen im Verruf ist mit der Säure, was eigentlich, naja, eigentlich gar nicht stimmt, meiner Meinung nach. Da brauchen wir sich keine Gedanken machen, was der jetzt irgendwie wehtut. Aber es ist so ein bisschen drin, momentan im Kopf, ja. Vielleicht wechselt es auch wieder ein bisschen. Aber wir haben den Grauburgunder, dann sind wir froh, wenn er jetzt auf der Welle, auf der Welle der Zeit ist und wir natürlich dann da eine gute Nachfrage haben, ja. Glaubt ihr jetzt auch gerade für so Generationen, diese Gen-Z-Geschichte ist ja immer ein Riesenthema, wie man auch gerade so der 2000er-Generation die Leute so wirklich aktiv an den Wein ranführt, um halt auch zu zeigen, was das für ein tolles Produkt ist und wie viel Qualität da drin steckt. Ist dann Grauburgunder eher eine Rebsorte, wo man sagen kann, dass man damit wirklich die jüngeren Generationen wirklich an Wein ranführen kann und dass der Riesling da vielleicht dann doch für einen Anfang zu anspruchsvoll ist? Och, ich würde es jetzt nicht sagen eigentlich. Also das ist, glaube ich, manchmal, wenn das Interesse dann da ist, auch bei Jüngeren, und da haben wir auch ganz viele mittlerweile, die da interessiert sind, da geht es schon so ein bisschen von bis. Also es ist je nachdem, wie es dann das Interesse da ist. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Riesling jetzt irgendwie sehr kompliziert ist. Wir haben ja auch zum Beispiel den Sauvignon Blanc, den wir uns verkaufen. Der ist ja auch eher sehr fruchtbetont und sehr, sehr präsent. Ein Riesling ist ja dann irgendwo dazwischen. Also normalerweise, wenn man Wein interessiert ist und wenn man schon ein bisschen rantastet, dann denke ich, da kann man mit allen Rebsorten ein bisschen was anfangen. Und klar, der Grauburgunder gehört da dazu, aber ich denke, der Riesling ist da nicht negativ irgendwie belastet oder sowas. Ja. Nee, ich denke, es kommt schon so, wie du schon meintest, auf die diese Fruchtigkeit an, ne? Und das kann der Riesling ja auch. Also ja. Vielleicht nicht so einen ganz komplexen irgendwie mit nein, eigentlich Holz geht auch. Also ich weiß ja, nicht genau. Ja, es geht alles beim Riesling. Ich denke, ja, Fruchtigkeit, das ist vielleicht so ein Punkt, wie man junge Leute an Wein ranführen kann. Vielleicht dann auch ein bisschen fruchtsüßer beim Riesling? Ja, vielleicht, ja, klar. Ich denke,
Geschmackssache, aber ja. Ja, ich frage immer gern, weil wenn man im Rheingau groß wird, Sophie und ich, wir kennen das, um den Riesling kommt man nicht drum rum und der Riesling ist wahrscheinlich auch der erste Wein, den man im Leben trinken wird und dann ist man dran gewöhnt. Ja, genau. Aber Matthias, du hast eben schon gesagt, Sauvignon Blanc habt ihr auch. Ihr habt eine ziemlich coole Rebsortenvielfalt, was ja für den Rheingau eher untypisch ist. Wie kam das? Weil du hast ja davor wirklich nochmal eine ganz, ganz interessante Laufbahn gehabt. Ich sag das nochmal ganz kurz. Du warst bei Schloss Vollraths gewesen, du hast einen Weinbautechniker gemacht, du warst bei Barth, also warst auch vorher bei anderen Weingütern im Keller tätig gewesen und dann hast du dich entschlossen, das Familienweingut zu übernehmen. Wie kam das dann auch, dass du dich entschieden hast, nochmal den Fokus auch so ein bisschen auf andere Rebsorten zu legen? Ja, bei Schloss Rheinshausen war ich auch noch gewesen, im Endeffekt, ja, drei Jahre Kellermeister. Das habe ich jetzt sogar vergessen. Also war ich ziemlich lang auch unterwegs, aber das ist jetzt gerade nur, das ist für den Sauvignon Blanc, also da haben wir auch den Sauvignon Blanc auf der Insel Mariannenau gehabt, den ich da kennengelernt habe. Natürlich auch so ein bisschen auf den Reisen, Studienreisen vielleicht dann auch dazu, aber da habe ich natürlich auch schon ausgebaut, nochmal kennengelernt und dann nimmt mir sowas natürlich gerne mit. Ja, also ich finde es schon interessant, also ihr wart jetzt in der Welt unterwegs im Endeffekt, der viele, aber ich habe dann irgendwie die verschiedenen Rebsorten ein bisschen die Welt auch zu mir geholt und ins Weingut geholt und ich mache das halt auch sehr, sehr gerne und mit den verschiedenen Sorten arbeiten, ein bisschen spielen und jede Sorte hat so ein bisschen andere Anforderungen im Ausbau und im Anbau, da muss man dabei sein und das kitzelt mich halt auch immer da verschiedene Sachen auszuarbeiten, rauszuprobieren und dann, das macht mir schon sehr, sehr viel Spaß, ja. Ich meine, Riesling ist schon klar, dass das Thema schlechthin und da gibt es auch eine riesen Vielfalt im Betrieb, aber manchmal so ein bisschen was anderes zu haben, was anderes zu machen und dann auch mal eine Idee zu entwickeln, das umzusetzen und zu sagen, ja, das geht auch. Wir haben einen Sauvignon Blanc auch im, jetzt so in die ähnliche Richtung wie jetzt der Grauburgunder, so ein bisschen leicht, fruchtbetont, der sommerlich, gleich zugänglich und präsent. Dann gibt es auch noch mal einen aus dem Holzfass, also auch das international so ein bisschen gespielt. Und ja, das mache ich schon sehr gerne, da auch ein bisschen mich rantesten und ein bisschen probieren, experimentieren und einfach gucken, was kann man so machen und was ist möglich. Ja. Und gibt es halt viele Rebsorten und viele Möglichkeiten, immer wieder auch andere Einsätze beim Trinken oder in der Speisenfolge, wo dann einfach sowas auch gut passt, finde ich. Ja. Beim Sauvignon Blanc ist ja immer sehr, sehr kompliziert auch, habe ich so das Gefühl. Gerade die Rebsorte ist ja eine ziemliche Diva. Wie ist das bei euch? Ihr habt zwei verschiedene. Sind die dann, also der eine quasi ein bisschen gelbfruchtiger und der andere eher in die grünere Richtung? Oder wie habt ihr das so ausbalanciert? Weil wir haben den heute leider nicht dabei. Ja, der war schon wieder ausverkauft. Ja, muss man sagen, das geht ziemlich gut. Der ist dann schon wieder weg. Der Wein wurde, also das geht meistens so ein bisschen über den Sommer weg. Ist natürlich auch ein idealer Wein für den Sommer. Und dann ist der relativ flott dann auch ausverkauft. Mittlerweile habe ich sogar drei verschiedene. Also wir haben Erbacher, wir haben Hallgartner im Ortsweinbereich und halt den Hallgartner Händelberg als Holzfass. Und ja, ich sag mal, der Erbacher ist ein bisschen grüner, hat ein bisschen mehr dieses Grünliche. Der Hallgartner spielt dann ein bisschen mit den tropischen Früchten. Und der aus dem Holzfass, der Hallgartner Händelberg, der Lagen Sauvignon Blanc, der ist im Holzfass ausgebaut und er hat ein bisschen dieses Feuersteinische, auch das Mineralische mehr drin, der dann von der Frucht deutlich zurückhaltender ist, ein bisschen anders, ja, ein bisschen... Cool, muss ich mal probieren, ja? Wenn er nicht gerade ausverkauft wird. Also nächstes Jahr im April geht es wieder los, ja, dann kommt der neue Jahrgang, der 20er und der aus dem Holzfass, den gibt es aktuell, den 19er. Eben gerade kam die Frage, warum heißt der Winzer anders als das Weingut Krass, und zwar Krass einmal mit zwei S und einmal mit einem scharfen S? Ja, jetzt geht's los. Das ist eine gute Frage. Ja, also wir haben uns da ein bisschen für das Doppel-S entschieden, kann man sagen. Und es war einfach so ein bisschen von der Lesbarkeit und also vom Schriftzug die Idee, dass uns das dann doch mehr zugesagt hat, weil alles, was wir probiert haben mit dem Schriftbild, hat uns so überzeugt, ja, mit dem scharfen S im Endeffekt. Das sah ein bisschen seltsam aus. Und aber auch in der Familie gibt es ein bisschen unterschiedliche Ansichten, wie der Name geschrieben wird. Ach so. Ja, also es ist ganz verrückt bei uns eigentlich, dass wir verschiedene Familienzweige mal mit zwei S, mal mit scharfem S schreiben. Und ja, das ist dann nicht ganz so aussagekräftig, weil der Homepage ist dann auch sowieso mit zwei S. Und dann ist das ein bisschen internationaler. Und das mittlerweile haben wir auch ein bisschen Export. Und das ist dann für alle ein bisschen einfacher, ja. Also wenn wir mich auch jetzt mit mein Name auch mit zwei S schreiben würde, wäre ich kein Böse. Also ist kein Problem. Ist kein Problem. Ich bin mittlerweile relativ entspannt. Sophie, ihr habt hauptsächlich Riesling und Spätburgunder.
Ja, wir waren bis 2018 ein reines Riesling-Weingut und dann haben wir neue Lagen dazu bekommen, unter anderem auch in Erbach und da waren dann Spätburgunder-Weinberge und ein kleiner Weißburgunder-Weinberg dabei. Der Weißburgunder, das ist nämlich wieder typisch Burgunder-Phänomen, war direkt weg. Hm. Also ein Monat verrückt, und ne? Es war auch wenig, aber ja. Was ist los mit euch da draußen? Der Riesling ist toll. Das ist ja. Ist dann auch mal der Plan, dass irgendwie vielleicht nochmal irgendwann eventuell nochmal andere Rebsorten dazukommen könnten, gerade für einen Sekt vielleicht? Wir haben erst gestern diskutiert, wir wollen da einen neuen Weinberg anlegen, was wir da für eine Rebsorte anlegen und ja, da sind ein paar andere Rebsorten auch gefallen, aber dann waren wir so, ah nee, und eigentlich müssen wir doch beim Riesling bleiben, gerade die Lage, die ist ja prädestiniert dafür und erstmal nicht. Erstmal nicht. Okay, ja. Gut. Wie ist das denn? Ihr seid ja auch klassisches Familienweingut, alle Aufgaben sind so verteilt. Wie läuft das so bei euch? Ja, genau. Wir sind ja jetzt seit letztem Sommer ja alle zu Hause. Also mein Bruder, der hat auch seine Ausbildung und jetzt eben seinen Techniker letztes Jahr beendet und ich mein Studium. Und eigentlich war auch der Plan, dass wir beide nochmal weggehen, aber es kam alles anders letztes Jahr und deswegen sind wir auch erstmal zu Hause und es gab auch genug zu tun. Ja, mein Vater, der ist Chef, der ist natürlich auch der Winzer und hat das ganze Weingut ja auch seit 97, wie du schon gesagt hast, geleitet. Er ist eigentlich, würde ich sagen, im Herzen Gastronom. Und das, also da geht einfach sein Herz auf. Und Verkäufer. Meine Mutter, die ist im Büro, die kümmert sich um alles Organisatorische, auch wenn es ums Geld geht. Also wenn irgendwelche Investitionen geplant sind, dann muss man erstmal bei ihr anfragen, ob das denn gerade so in die Kasse passt oder nicht. Die Finanzministerin. Ja, genau. Die ist wichtig. So eine Person braucht man, ja. Und dann gibt es noch meinen Bruder natürlich, habe ich ja schon erwähnt. Der kümmert sich eigentlich um alles, was im Weinberg draußen los ist und vor allem natürlich ganzen Traktorarbeiten oder wenn irgendwas repariert werden muss. Jetzt renovieren wir auch gerade 2 Ferienwohnungen, kann er auch. Also er könnte auch nochmal umschulen zu einem Handwerker. Und ich kümmere mich eigentlich um den Keller. Also klar während der Lese, aber jetzt auch, wenn die Weine eben bearbeitet werden müssen, abgestochen werden müssen und so weiter. Und ist jetzt auch eigentlich so mein erster Jahrgang, jetzt der 2020er. Ist auch sehr viel passiert während der Lese. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, und so Marketing und klar, so Auftritte. Ich werde immer vorgeschickt. Sophie, red du mal. Okay. Ich finde das immer so wahnsinnig interessant, gerade wenn man so junge Kinder dann hat und die dann auch so alles übernehmen. Und unsere Eltern kennen sich ja, wohnen ja auch alle in einer Straße. Und da weiß ich noch, irgendwann im Sommer war das, dann kam der Manfred kam zu meinem Papa, die Sophie, die hat alles umgeschmissen, wir machen jetzt irgendwie alles anders. Und das finde ich aber total cool, weil das braucht man ja auch irgendwie mal, wenn sich alles so auch wieder der aktuellen Zeit so ein bisschen anpasst. Einen wunderbaren Rosé von dir, Sophie, der auch noch zu deinem Kostüm passt. Und ich würde dich bitten, Matthias, sehr gerne. Diesmal Gentleman First, dass du wieder einschenkst. Ich weigere mich da immer permanent vor, weil ich immer irgendwas verschütte. Und das muss ja nicht sein. Also von daher. Nee, einschenken immer jemand, Profis der überlassen. Wunschglas. Perfekt. Danke. Geht. Oh, jetzt habe ich geklickert. Mhm. Mir fällt auch gerade ein, von den Weißburgunder habe ich, glaube ich, noch daheim. Ja, dann. Der ist sogar noch unetikettiert. Das waren die ersten Flaschen, glaube ich. Prima. Jetzt habe ich schon probiert. Siehst du mal, ich konnte nicht abwarten. Sophie. Zum Wohl. Achso, ja. Genau. Wir machen gleich mit. Prost. Zum Wohl. Rosé. Genau. Was ist das für ein Rosé? Das Den habt ihr auch noch nicht so lange, glaube ich, ne? Nee, genau. Also wir hatten früher immer einen Weißherbst, weil ein Weißherbst ist eigentlich, jetzt in dem Fall ist das auch ein Weißherbst. Ein Weißherbst ist also 100% aus einer Rebsorte. Und wir haben wir hatten ja nur Riesling, deswegen haben wir unseren Rotwein und unseren Weißherbst oder auch Blanc de Noir dazu gekauft. Und jetzt, seitdem wir also die Spätburgunder-Trauben haben, machen wir natürlich unseren eigenen Rosé. Dieses Jahr sogar auch einen Blanc de Noir. Und ja, ist auch aus Spätburgunder-Trauben, 100%. Aber Weißherbst, habe ich gesagt,
Das klingt nicht so sexy und deswegen... Ehrlich. Ja, also das ist genauso wie Feinherb und Halbtrocken. Ich weiß nicht, ob du die gleichen Erfahrungen gemacht hast. Wenn man auf einem Weinfest ist, dann verkauft sich der feinherbe Wein besser als der Halbtrockene. Und genauso ist es auch mit Rosé. Rosé kennen die Leute und klingt einfach auch irgendwie schön, ne? Aber Weißherbst hat sich nicht so, zumindest nicht bei unseren Kunden durchgesetzt. Möchte ich jetzt gar nicht für die ganze Welt sprechen. Und also der erste Rosé, den wir in unserem Weingut jemals gemacht haben, aber ich finde dafür, das ist sehr gut gelungen, ja. Schmeckt uns sehr gut. Ist auch schon bald weg, also auch die letzten Flaschen. Sehr, sehr lecker, vor allem der einen richtig guten Trinkfluss. Ich glaube, so gerade im Sommer, wenn der so richtig schön eisgekühlt ist, kann das richtig Spaß machen. Ich muss mal dazu sagen, unsere lieben französischen Freunde haben da wieder den Punkt gesetzt, weil Côte de Provence ist ja sehr, sehr bekannt, auch gerade für den Rosé. Und deswegen ist Rosé dann doch einfach ein gängigerer Begriff. Habt ihr auch Rosé bei euch im Weingut, Matthias? Rosé habe ich auch im Weingut, ja, genau. Also normal muss ich auch das sagen mit dem Weißherbst. Das ist so ein bisschen weg, ja, rückläufig so ein bisschen gewesen, einfach von der Beruflichkeit. Wir sind jetzt so beim Blanc Noir natürlich, das ist so lang schon unser Ding. Das ist dann quasi der Weißherbst, ist dann einfach so ein Blanc Noir ein bisschen geworden. Ja, also hat sich nicht viel geändert, ist ein bisschen heller, also gar keine Farben mehr, sondern ist ganz hell ausgebaut. Also richtig als Blanc, als Weißwein. Und Rosé haben wir auch mittlerweile im Sortiment. Ja, aber im Trockenen dann. Und der Blanc Noir ist dann Feinherb. Ja. Das sollte auch eigentlich Blanc Noir werden. Aber leider hat er einfach die Farbe gekriegt. Ja. Ich meine, 2020 sieht man es ja auch wieder. Es ist extrem schwierig, bei diesen reifen Jahrgängen schon sowas, so ein Blanc Noir auch dann zu produzieren, die dann wirklich auch ganz hell ist. Ja, das ist natürlich... Die wollen strahlen, habe ich so das Gefühl im Rheingau. Das ist, hatte ich jetzt bei ein paar Winzern gehabt, die dann gesagt haben, so der, auch gerade beim 19er Jahrgang, der wollte einfach. Gerade so nach 2 Stunden war da schon so eine kräftige Farbe da gewesen. Es ging einfach nicht anders. Manchmal ist es so. Und eben kam die Frage vor unserem Blind Temptation Video, weil du so viel erklärt hattest im Keller, wie das so abläuft. Was bedeutet denn, wenn man einen Wein absticht? Ja, das klingt brutal. Ist es gar nicht. Man braucht ja, um Wein zu machen, Hefe. Weil die Hefe, die verstoffwechselt Zucker zu Alkohol und CO2. Und irgendwann ist kein Zucker mehr da. Oder man möchte auch, dass die Hefe aufhört. Und wenn kein Zucker mehr da ist, dann stirbt die Hefe ab. Und dann setzt die sich auf den Boden. Und dann sticht man den Wein ab. Also das heißt, man kann den klaren Wein von oben abziehen, pumpen und unten bleibt dann schön die Hefe, auch noch ein Teil Weinstein drin und das nennt man dann Abstechen. Also für diejenigen... Ich hoffe, ich habe das ausführlich genug gelernt. Wir wissen ja alle, was es ist. Also von daher. Dann muss noch eine Frage kommen. Ja, es kam, davor kam sogar noch eine. Kaufen Kunden nach Namen? Ja. Also ich kann das auch gut feststellen. Also ich generell muss ich sagen, man selbst kennt ja das deutsche System. Und wenn ich auf ein Etikett gucke, gerade hinten drauf, umso mehr Informationen, umso besser. Dann kann ich mir genau den Wein vorstellen. Aber jemand, der ja nichts mit Spätlese, Kabinett trocken, Hattenheimer Wisselbrunnen und was weiß ich, Riesling, Spätburgunder oder sonst was anfangen kann, der ist überfordert. Ja? Und es gibt aber Leute, also gerade mit jetzt dem Thema Weißherbst, Rosé und so weiter, da gehen die Leute schon danach, was sie halt kennen, was sich vielleicht auch schön anhört. Ja, also wie gesagt, Feinherb klingt irgendwie netter als Halbtrocken. Halbdrogge. Und auch nach Aussehen, denke ich schon, nach Etikett. Ja. Ich würde es nicht anders machen. Wenn ich in einen Buchladen gehe, kann ich auch nicht das ganze Buch lesen, bevor ich es kaufe. Ja gut, man hat ja so ein bisschen eine Richtung auch, nachdem man agiert, gerade Feinherb oder ob es jetzt Rosé ist oder Blanc Noir. Und dann weiß das, ob das ein Weißherb ist, ob das dann ein ähnliches Produkt ist wie ein Blanc Noir oder ein Rosé. Das wissen ja auch die meisten Kunden gar nicht so. Und da finde ich schon immer so, sag klar, das hat man eine Idee. Man geht ja, hat eine Idee, wenn man in den Laden oder quasi in die Videothek reingeht und dann zum Winzer geht und sagt, was braucht man, was will man? Und da hat man schon eine Idee, was man haben will. Und das ist ja ganz gut so, ja. Aber ich finde immer wichtig ist, dass man wirklich auch, dass die Kunden sich auf was Neues einlassen und da nicht festgefahren sind, weil man kann ganz viele tolle Sachen entdecken beim Winzer oder auch allgemein, ja. Und wenn man sich ein bisschen auf den Geschmack einlässt und sagt, ja, ja, man lässt sich überraschen von was Neuem und da gibt es schon für viel was zu entdecken oder auch was zu probieren, ja. Was kostet denn eigentlich der Rosé, kam eben als Frage. 10,80 Euro. Also, kurze und knappe Antwort auf den Tisch. Zack. Gut.
Jetzt muss ich noch mal ganz, ganz kurz fragen. Gerade, also ich verstehe das absolut, man kann ja von den Leuten auch nicht immer verlangen, dass sie von allem Ahnung haben. Dafür gibt es ja unsere Winzer und deswegen soll man sie natürlich auch fragen. Wie ist das denn? Ich habe gesehen, ihr beide seid sehr auf Social Media aktiv. Gerade ihr bei Weingut Egert und auch bei dir. Du machst Erklärvideos auch zu den Weinen. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe vorher nämlich geguckt, denn ich als Social Media Fee kümmere mich da ja auch immer gern mal drum und gucke mal so, was die Rheingauer Winzer denn machen. Ist euch das sehr, sehr wichtig oder merkt ihr auch, dass da richtig gute Resonanz zurückkommt? Matthias, du kannst gerne anfangen, wenn du möchtest. Ja, also ja, ich habe schon einige. Also ist ganz gut. Ich bin schon ganz, ganz zufrieden auf die Resonanz, die zurückkommt. Und das ist schon, wird auch viel geguckt. Und ich habe irgendwann die Idee gehabt, das so ein bisschen anzufangen mit den Erklärvideos und ungefähr so eine Minute über jeden Wein, was er damit machen kann, was es ist, weil man ja mit den Angaben auf dem Etikett auch nicht immer alles anfangen kann. Da gibt es ja viel zu berichten zu so einem Wein und dann fand ich das wichtig, mehr mitzuteilen, aber jetzt sind wir für Social Media, sondern allgemein halt, dass man es auf der Webseite findet oder auch dann über den QR-Code auf der Flasche, das dann verlinkt und dann da was über die Weine entdecken kann, wenn sie auch mittlerweile nicht nur beim Winzer kauft, sondern wenn sie irgendwo in der Gastronomie oder im Regal sind oder sowas und dass man da was ein bisschen Mehrwert hat auch, ja, bei der Flasche Wein, wenn man sagt, was ist das für ein Wein, was kann ich da rauskriegen? Und so war die Idee und ich bin jetzt eigentlich ganz glücklich damit. Ist natürlich alles Aufwand und Arbeit und vor so einer Kamera zu stehen und da allein so, auch wenn es nur eine Minute ist oder eine Minute 50 oder Dings was zu erzählen, das ist manchmal schon ein bisschen anstrengend, muss ich gestehen. Ja? Also das ist nicht so, mittlerweile hat man ein bisschen Erfahrung am Anfang, das war schon ganz schön aufregend. Ja. Vor allem, wenn man nicht weiß, mit wem man redet. Das ja, genau. Wir heute auch, keine Ahnung. Sophie, gerade ihr, Winyard News gucke ich immer ganz, ganz fleißig. Also Sophie berichtet immer ganz, ganz ausgiebig, was denn so im Weinberg eigentlich gerade passiert. Und da ist auch Max sehr oft zu sehen. Hast du da auch so das Gefühl, dass das verdammt gut ankommt wirklich? Also dass sich auch diese ganze Mühe lohnt? Ja, also tatsächlich so von meinen Freunden. Da weiß ich von einigen, die mir dann auch immer sagen so, ja, das habe ich jetzt wieder gelernt. Vielen Dank. Aber was heißt nochmal das und das? Also ich finde, das ist auch, man stellt das immer so einfach dar, was jetzt die sozialen Medien angeht. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, weil wenn wir jetzt auch wieder bei der jüngeren Generation sind, die an das ganze Produkt ranzuführen und man kann eben schon auch Kunden gewinnen über die sozialen Medien. Aber das ist nicht einfach nur so, ich stehe jetzt auf und ich mache das und das und deswegen mache ich jetzt ein Bild und schreibe drei Sätze und poste das. So ist es nicht. Das ist echt viel Arbeit, das weißt du auch als Expertin, was dahinter steckt oder wenn man das Video dreht. Und ich finde, das ist so mein eigener Anspruch an mich selbst, dass ich mir einfach sage, ich werde kein Bild posten und schreiben. Und wie geht's euch heute? Oder habt ihr gut geschlafen? Sondern denen ein bisschen Input geben, ja. Einfach, wir haben viel zu erzählen, wir können viel erklären und beibringen. Und ich habe, also wenn ich durch die sozialen Medien gehe, möchte ich auch lieber wenigstens einen Satz lernen, als nur irgendwelche blöden Phrasen zu lesen, sage ich jetzt mal. Da muss man auch mal dazu sagen, ich mache das hauptberuflich und das füllt 40 Stunden in einer Woche. Und ich weiß ja, was ihr alles zu tun habt. Und da ist ein Außenbetrieb und da ist eine Winothek und dann hat man vielleicht noch einen Gutsausschank, wo die Leute to go abholen und man hat einen Keller, wo Weine gern und die wollen auch irgendwann gefüllt werden. Und dann sollen wir noch den ganzen Tag Videos posten und sagen, hier, hallo, tralala. Also das ist nicht so einfach. Aber wenn ihr viel über auch eure Lieblingswinzer lernen wollt, gerade auch hier bei Weingut Egert oder bei Weingut Krass, gerade Social Media ist da eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um da auch mal ein bisschen was zu lernen. Wenn ihr nicht die größten Weinprofis seid, da kriegt ihr da noch ganz, ganz viel beigebracht. Und der nächste Wein, Wein Nummer 4, ist aus einer ganz besonderen Lage, weil die Lage hat schon mein Opa gehabt. Ein Hattenheimer Hasen. Ui. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal weiter zu Wein Nummer 4. Der ist jetzt von dir, Sophie. Achso. Sind wir richtig oder habe ich einen übersprungen? Das weiß ich nicht. Nee, passt so. Ja, ja, doch, doch. Wir machen einfach so weiter. Das ist so geplant. Deswegen, wir können noch mal Fernprost machen. Prost. Mal ein bisschen. Auch zu euch da draußen. Nochmal, wenn ihr Fragen habt, bitte Fragen stellen. Wir beantworten alle. Ja, da kam gerade eine Frage, kam wo man die Preisliste findet. Wo man die Preisliste findet? Wo findet man die denn, Sophie? Also wir zum Beispiel haben einen Online-Shop. Neuerdings. Ja, ansonsten direkt im Weingut, ja. Auf Anfrage. Das ist eine sehr gute Frage. Die klären wir gleich, weil das wird auch hier wieder Thema sein. Deswegen, ich schenke jetzt gerade mal ein, Matthias. Jetzt musst du dich wieder über den Tisch regeln. Vielen Dank. Sein.
So. Das ist mein Rosé-Glas. Warte mal, wir haben mein Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett Trocken, Jahrgang 2019. So. Dankeschön. Schraubverschluss. Kommen wir gleich zu, aber Sophie, Hattenheimer Hassel, ich muss sagen, mein Opa, der hat mir nicht so viel über den Wein beigebracht, weil war ich noch sehr, sehr klein. Aber was sagt uns denn hier eigentlich die Lage zum Wein? Oh, ich habe vergessen, mir einzuschenken. Ich habe schon gerade gedacht, du hast noch gar nichts. Ich habe die Person vergessen. Ich denke, wir können ja schon mal probieren. Gäste, jetzt ein Tusch. da. Genau. Gut, alles klar. Ja, Hattenheimer Hassel. Ist eine sehr wichtige Lage für uns, ist mittlerweile eine meiner Lieblingslagen, muss ich sagen. Ich finde, wir haben ja die letzten Jahre immer Lagen in Hattenheim, Österreich, Mittelheim gehabt. Und die Erbacher sind, wie gesagt, ganz neu. Da kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen. Aber die Hattenheimer Lagen sind im Vergleich zu den Österreichern immer so ein bisschen eleganter und auch mineralischer. Die Österreicher sind so ein bisschen vollmundiger, auch fruchtiger, aber die Hattenheimer, ja, irgendwie sind die eleganter. Ich mag die sehr, sehr gerne und gerade eben die Lage Hassel, da konnte ich mich einfach jetzt in der Lese 2020 wieder überzeugen, dass die Trauben da einfach so schön kleinbärig waren, lockerbärig und goldgelb und die waren einfach traumhaft schön und kamen mit wunderbaren Zucker- und Säurewerten nach Hause. Und 2019 ist auch einer meiner absoluten Lieblingsjahrgänge. Also diesen Jahrgang kann man sich, ich glaube, das ist der lagerfähigste Wein in den letzten, traue ich mich 10 Jahre zu sagen, aber es ist wirklich ein sehr, sehr lagerfähiger Jahrgang, weil die Säure so prägnant war und die Kunst des Winzers ist aber natürlich, und deswegen sollte man keine Angst haben vor dem Riesling, die Säure gut einzubinden. Das ist übrigens auch ein Satz, den man immer gut sagen kann. Die Säure ist aber harmonisch eingebunden. Kann man immer gut sagen. Ist es gegeben? Ich würde sagen, ja, Matthias. Bei diesem Wein, dass die Säure gut eingebunden ist? Ja. Was soll ich jetzt sagen? Natürlich. Nein, kannst jetzt nichts Falsches sagen. Ja. Kann ich auch. Nein, das ist schon richtig so. Ja, das passt schon alles, das Konzept her vom Wein, dass es einfach mit der Säure auch ein bisschen Spiel hat, ein bisschen Frische mit drin bringt und ein bisschen transportiert das. Eigentlich das, was der Riesling eigentlich auch ausmacht, was der Riesling kann und was so ein Riesling auch sein soll. Ja. Ja. Ist Kabinett bei euch auch noch ein großes Thema? Kabinett, Ursprung übrigens im Rheingau, ein Klassiker. Mhm. Bei euch auch noch mit drin? Ja, bei uns nicht mehr, muss ich sagen. Nicht mehr. Ne? Nicht mehr. Das haben wir auch rausgenommen mit der Umstellung, also quasi als ich vor 7 Jahren übernommen habe. Ich bin ja ein bisschen VDP geprägt, auch von der Ausbildung her oder vom Werdegang her. Und dann habe ich mich auch entschieden, da quasi auf dieses System umzustellen mit den Gutsweinen, Ortsweinen, Lagenweinen. Das habe ich auch ziemlich konsequent dann gemacht und dann ist der Kabinett ein bisschen rausgeflogen bei mir aus dem. Ich bin jetzt auch ganz, ganz zufrieden damit, aber im Endeffekt ist es so ein bisschen der Ortswein, der diesen Kabinettgedanken noch ein bisschen hochhält. Ja, ein bisschen dieses Leichte, ein bisschen Frische, Spritzige. Das, also der Wein an sich gibt es noch im Endeffekt und die Weinart ist noch da, aber der Begriff ist dann weg, ja. Ja gut, das ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass viele auch den Kabinett einmal... Aber heute haben wir einen sehr, sehr schönen im Glas. Wie du sagst, lagerfähig ohne Ende. Vielleicht nehme ich mir das wieder zu Herzen und dann in 6 Jahren, ach, guck mal hier. Ja, du musst den einfach nur vergessen. Genau, das sage ich auch immer. Und auch gerade die Leute, die immer sagen, ich kann auch einen Wein nicht so lange liegen lassen, ich muss den noch trinken. Da sage ich immer, sie müssen ihn nicht liegen lassen, sie müssen den einfach vergessen. Kaufen sie 2 Kisten ein, stellen sie irgendwo hin, wo sie nie wiederfinden und irgendwann freuen sie sich. Viel Kauf ist immer gut. Ja, genau. Für den Winzer doch immer. Eben kam die Frage, als was ist denn Matthias eigentlich verkleidet? Ach so, ja. Du sagen oder soll ich? Du kannst auch sagen, wenn du es weißt. Ja, aber ich kenne die Geschichte zum Kostüm. Also, ich sag, als was du verkleidet bist und du sagst die Geschichte dazu? Ja, können wir gerne machen. Also, Matthias ist ein Rennfahrer. Genau. Also, wir haben ja so ein bisschen eine Fasnachtstradition, auch in der Familie. Und ich bin ja Wahl-Hattenheimer, also Weingut in Erbach, aber wohne mittlerweile in Hattenheim, muss ich ja gestehen. Und ich fahre jeden Tag bei dir im Haus vorbei. Fast 2-mal oder 3-mal, 4-mal sogar, ja. Aber bin ich Wahl-Hattenheimer und da bin ich auch Mitglied beim Hattenheimer Schnorrer-Cuvée und da machen wir jedes Jahr ein Kostüm für den Fastnachtsumzug, wo wir mitlaufen in Erbach und Hattenheim. Und da gehört halt dieses Rennfahrerkostüm einfach dazu und das haben wir, 2019 war das gewesen und es war ein schönes Kostüm, da waren wir alle natürlich dann gleich angezogen und
ja, das habe ich heute mal ausgewählt, weil nachher noch ein anderes Kostüm von mir kommt und das war jetzt relativ einfach, ja. Ich bereite es schon mal vor, ja, okay. Aber es ist ein Rennfahrer, also vom Hattenheimer Racing Team im Endeffekt und das, naja. Hattenheimer Racers. Ganz wichtig heute. Eben kam die Frage, wo liegt denn der Hattenheimer Hassel? Ich kann es noch nicht mal genau sagen. Und deswegen, ihr hattet da mal Weinberg. Das ist schon so lange her. Du guckst ja quasi drauf. Das musst du jetzt sagen. Ja, ich weiß ja nicht, wie sehr man sich in den Weinbergen auskennt, der die Frage gestellt hat. Einfach gesagt liegt er genau oberhalb vom Hattenheimer Wisselbrunnen. Wenn man sich jetzt nicht in den Weinbergen auskennt, dann würde ich sagen, man fährt auf der B42 Richtung Rüdesheim und die erste Ausfahrt in Hattenheim, die nimmt man. Die große Trompete, die kennt jeder. Ah ja, gut, okay. Und dann, genau, wenn man unter der Unterführung durchfährt, immer weiter geradeaus, dann kommt der Hassel auf der rechten Seite. Also da in dem Dreh zwischen Hattenheim und Erbach. Ja. Da gehe ich immer joggen. Wo sich viele Weinberge finden. Dann weiß es ja doch, wo es. Ja, ich weiß nur nie genau, wo die genauen Grenzen abgedeckt sind. Und dann, dann bin ich immer hin und her. Ja, so ein Asphaltweg, der gut zu laufen ist, dann läufst du den lang und da ist der Grenze. Genau, vom Wisselbrunnen zum Hassel, genau. Ach, unter dem Asphaltweg ist dann der Wisselbrunnen und über dem Asphaltweg ist der Hassel. Ja. Ah, okay. Matthias hat aufgeklärt, jetzt weiß ich Bescheid, am Sonntag, wenn ich laufen gehe, weiß ich genau. Weißt du genau, wo läuft. Es gibt ja auch tolle Schilder mittlerweile an den Weinbergen, ja, wo genau draufsteht, wo jetzt ist. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde aber langsam ein bisschen kurzsichtig. Deswegen sehe ich das nicht. Ich hätte sagen sollen, du bist so schnell, da kannst du gar noch die Schilder achten. Ja. Gut. So, jetzt kommen ganz viele Fragen. Ich finde es ja immer wieder klasse, wenn ihr viele Fragen stellt. Ich finde es immer ganz toll, weil dann haben wir auch immer das Gefühl, dass ihr quasi mit dabei seid. Deswegen kam eben die Frage, ob ihr denn eigentlich auch Eiswein macht. Heikles Thema. Ja, heikles. Ist das eine Frage bei euch noch so? Also wir haben das letztes Mal in 2007 Eiswein gemacht. Oh, ja. Okay. Da war ich auch dabei, allerdings hatte ich so einen guten Job. Ich konnte direkt mit meinem Opa und meinem Bruder auf dem Traktor sitzen und durch die Zeilen fahren. Also das war einer der angenehmen Jobs. Wir haben ein paar Jahre davor auch schon Eiswein gemacht. Ich weiß gerade gar nicht, welches Jahr. Und da hat mir meine Mutter letztens erst erzählt, da waren wir wohl so sauer, weil wir da so klein waren. Und die gesagt haben, wir wecken die nicht, sondern wir lassen die schlafen. Und da waren wir so sauer, dass sie uns auf jeden Fall mitgenommen haben. ja, und davon haben wir auch noch einen Restbestand. Klar, hätte man zum Beispiel dieses Jahr was hängen lassen können. Aber irgendwie, manchmal geht das auch so vergessen, ja, so in dem ganzen Lesestress. Also gerade bei uns, weil wir nicht jedes Jahr Eiswein machen, das ist nicht so eine Routine. Und ich freue mich für die Winzer, gerade die dieses Jahr nochmal die Chance hatten. Ich denke, viele haben vielleicht haben sie die Hoffnung schon aufgegeben. Und dann kamen eben nochmal diese eisigen Temperaturen die Woche. Da konnten die ganz entspannt um 7 Uhr morgens rausgehen und waren um 9 Uhr fertig. Normalerweise muss man um 4, 5 Uhr morgens raus. Ja. Also ja, also ich freue mich sehr für die Kollegen. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch erst in 5 Jahren. Das ist jetzt nicht so mein Ziel. Okay. Ja, bei uns war letzter Eiswein 2002 gewesen. Also oh, ja. 92, 2002, da haben wir 2012 übersprungen, vielleicht dann doch jetzt. 22 dann wieder, ja. Also ich hätte es nicht mehr geglaubt, dass das nochmal möglich sein wird, so ein bisschen. Man hat ja bis in den letzten 3 Jahre eigentlich die Hoffnung verloren. Jetzt ist es wieder kalt, aber es ist halt schon recht spät auch kalt. Da muss man mal gucken, wie dann die Trauben sich halten, obwohl es ja ein gesundes Jahr war, ein schönes gesundes Jahr. Ja. Vielleicht hat es gut geklappt, aber es ist schon eine Herausforderung mit dem Eiswein, aber es ist schon noch ein bisschen. Naja, vielleicht wird es ja doch ein bisschen, kommt wieder die Kühle zurück und man probiert es doch nochmal. Ja, ja, aber so man braucht auch nicht glauben, nur weil jetzt so eisige Temperaturen sind, dass alle Winzer am Rheingau, die noch was hängen hatten in den Folien, das habt ihr bestimmt schon gesehen, dass die alle Eiswein gelesen haben. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, von September bis jetzt sind die Trauben in dieser Folie drin. Und manchmal, wenn man dann im Eiswein auch die Säure nicht mehr drin hat, dann geht da so viel vom Wein verloren. Deswegen lassen viele das jetzt auch einfach hängen oder lassen es dann auch einfach so, wie es ist. Manche haben gelesen, ich glaube in Lorch, der Moor konnte sogar Eiswein lesen. Ja, Spreize. Spreize und glaube ich. Ja, ja. Also das war schon dieses Jahr für Januar top, kann man sagen. Also ich habe auch gedacht, die Woche so noch so -7 Grad, es könnte vielleicht was werden. Aber sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Und auch gerade in Asien ist ja Eiswein total begehrt. Jedes Jahr. Ja. Und leider können wir damit nicht mehr so dienen wie früher. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wir haben heute Abend auf jeden Fall trocken und das freut uns ohne Ende. Und dann kam nochmal die Frage, auch ein gutes Thema, was ja auch sehr, sehr aktuell ist nach wie vor. Schraubverschluss. Überall? Ja.
Also klar, bis auf die Sektflaschen. Bis auf die Sekt, ja. Seit ein paar Jahren haben wir nur noch Schraubverschluss. Wir hatten mal eine Zeit lang Glaskorken, das war ja auch mal Mode, ne? So, ich weiß gar nicht. Das war aber relativ kurz gewesen. Ja, das war nur so Gefühl, 2007 ne? bis 2012 bei uns, länger war das nicht. 2013 hatten wir auf jeden Fall schon Schraubverschluss und tatsächlich auch unsere ersten Gewächse oder großen Gewächse, da haben wir schon immer mal überlegt, ob wir die nicht nochmal verkorken sollen. Ist wie gesagt dann auch, Abfüllzeit ist auch Stress, also irgendwie auch untergegangen. Und man muss einfach sagen, dass der Schraubverschluss jetzt dem Korken nicht so viel nachsteht. Also das hat man auch bewiesen. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr oder vor zwei Jahren, komme ein bisschen durcheinander mit den Jahren manchmal, haben wir auf jeden Fall beim Focus Weintest mit unserem 2013er ersten Gewächs haben wir den ersten Platz gemacht bei der Kategorie gereifte Riesling und der hatte einen Schraubverschluss. Also wie gesagt, das ist so ein, ja, schon ein Grund oder ein Argument, warum wir sagen, dass wir das eben ganz angenehm finden, aber haben auch schon überlegt, zumindest so die hochwertigen Weine wieder zu verkorken. Ja. Ja. Ich habe den Korken noch im Einsatz im Endeffekt. Ja, wir haben's, werden wir gleich sehen Korken, mit dem Korken. Ja, genau. Und bei mir geht es im Endeffekt ab Holzwein, also Holzfass, nicht Holzwein, ab Holzfass los mit dem Korkverschluss. Also alles, was im Holzfass ausgebaut ist, wird auch mit dem Kork verschlossen. Und da gibt es auch einige Rieslinge und natürlich auch die meisten Spätburgunder sind auch im Holzfass ausgebaut und die werden mit dem Kork verschlossen. Ich denke immer, das ist mir ganz schön, weil die atmen ja auch so ein bisschen im Fass und das geht dann, die Atmung geht auch ein bisschen weiter dann in der Flasche und die haben auch ein bisschen das Potenzial, noch ein bisschen Sauerstoff aufzunehmen und sich zu entwickeln. Und bei den verschraubten Weinen, die sind am meisten ein bisschen mit Kohlensäure gefüllt, ein bisschen frischer, ein bisschen spritziger und da passt der Schraubverschluss auch ideal, das zu halten, diese Frische und ist so ein bisschen, also ist eine knappe Entscheidung, das zu machen mit dem Kork, also es ist, man kann das nicht, glaube ich, das ist eine Gefühlssache. So ein bisschen. Ja, auch so ein bisschen Philosophie, ne? Ja. Also ja, denke ich auch. Es ist, kann man sich auch immer gut merken, normal ist ja auch dann oft bei Orts- oder Gutsweinen ist ja dann oft noch der Schraubverschluss drin und dann gerade bei Lagenweinen, wo dann die Weine auch wirklich reifen sollen, ist dann oft noch der Korken mit drin. Jetzt habe ich aber auch nochmal eine Frage, wenn man jetzt Weine in die Schatzkammer legt, der nächste Wein ist ja ein Schatzkammerwein aus dem Jahrgang 2016, wenn man die jetzt lagert und man lagert die sehr, sehr lange, ab wann muss man denn dann den Korken wechseln, dass die Wachskapsel drauf muss quasi? Ja, so ab 30 Jahren, sagt man. Ab 30 Jahren. 30 Jahren sollte so ein Kork halten. Ich habe das ja an der Schloss Rheinhausen dann auch mal mitgemacht, immer die Schatzkammer neu verkorkt und neu abgefüllt. Also das ist manchmal vielleicht auch bei 20 Jahren, aber 30 Jahre kann so ein Kork schon durchhalten. Ja. Und dann müssen halt die Weine ein bisschen geöffnet werden. Manchmal ist natürlich auch ein bisschen Verlust da, filtriert werden, wieder aufgeschwefelt und dann wieder neu abgefüllt, ja. Das war also immer ganz, war schon interessant, ja. Da muss man halt ein bisschen mehr haben als eine Flasche, wenn dann, dass da ein bisschen was zusammenkommt, dass man alle Flaschen aufmacht. Probiert natürlich auch, weil da könnte ja auch ein Korkgeschmack dabei sein und dann wieder neu abfüllt, ja. Aber 30 Jahre schafft das schon. Natürlich so ein Wachskorken oder so ein Wachs- und Siegelwachs nochmal ein bisschen fördernd für die Haltbarkeit. Es gibt ja auch in vielen Betrieben, im Endeffekt Weinbaubetrieben, was ja heute nicht mehr ganz so der Fall ist, aber gibt es ja diese Korkmotte, die dann so Löcher reinbohrt in den Korken. Das hat man eigentlich zu Hause nicht so, ja, aber gerade in so Weinkellern ist die noch unterwegs. Ja, und da ist das Wachs natürlich nochmal so ein bisschen so ein Punkt, der dann mal ein bisschen eine Haltbarkeit bringt. Aber normal reicht auch eine Kapsel, also das geht auch, ja. Eben kam nochmal die Frage, das ist ja immer so, was erklären wir, was erklären wir nicht. Was ist eigentlich Eiswein? Matthias, möchtest du bitte erklären? Oh ja. Ja, Eiswein ist ein Wein oder Trauben, die bei mindestens -7 Grad gelesen werden müssen. Das ist schon mal so ein bisschen die Anforderung, glaube ich. -7 Grad muss es sein dann im Weinberg. Und passiert im Endeffekt Folgendes, dass so ein bisschen, es ist ja ein Traubensaft oder ein Saft in der Beere und dann fängt so ein bisschen an, sich das so ein bisschen zu unterscheiden und dann friert so ein bisschen das Wasser ein. Und dadurch wird das halt einfach höher konzentriert. Der Inhalt quasi in der Beere, also bleibt so ein bisschen das Wasser zurück und wenn man dann presst, dann bleibt dieser konzentrierte Traubensaft, läuft dann aus der Kälte ab und das Wasser bleibt im Endeffekt in der Beerenhaut zurück.
Das ist natürlich immer so eine Sache, da bleibt meistens viel rum. Und wenn wir dann so kältet, ich habe das auch öfter schon gemacht, dann wird es so ein richtig fester Eisklumpen im Endeffekt in der Kälte. Und das wird nachher ganz schwer, da muss man ewig stehen lassen, dass das wieder auftaut irgendwann, dass man die Tresse überhaupt wieder aus der Kälte rauskriegt, weil das alles so zu einer festen Masse im Endeffekt dann zusammenklumpt. Aber dann, was dann so abläuft, was nicht gefroren ist, ist natürlich dann sehr konzentriert. Und das ist halt dieser Eisweineffekt, dass man sagt, man hat dann diesen Zucker, der natürlich dann auch vor der Kälte schützt. Und der wird dann, läuft dann halt dieser sehr hoch zuckerhaltige Saft ab, aber auch einen Saft, der mehr Säure hat und einfach dann einen sehr lagerfähigen, konzentrierten Wein ergibt. Ja. Das ist ein bisschen die Besonderheit. Meistens werden die dann auch süß ausgebaut, weil die natürlich das auch nur bis zum gewissen Grad vergärt. Also die Eisweine haben an sich einfach auch ein bisschen weniger Alkohol. Mehr stoppt es dann auch meistens so bei, sag mal, so 8% Alkohol, so im Schnitt so ungefähr, kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Aber im Endeffekt ist es dann schon ein sehr restsüßer Wein, der durch, halt das, durch das Gefrieren entsteht. Und die werden gefroren, gekeltert. Das Können wir nicht vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen -7 ist eigentlich dieser Richtwert. Aber viele fangen ja erst bei -8 oder -9 an, damit sich das auch hält. Weil manche brauchen ja auch mal länger bei der Lese. Also das ist schon ein sehr, sehr heikles Thema. Also das ist auch nicht ungewöhnlich, dass wir schon so lange keinen typischen Eiswein mehr hatten. Also deswegen nicht wundern. Das muss schon ein bisschen durchfrieren, ja. Genau, das muss schon richtig, richtig kalt sein. Gut, heute Abend kein Eiswein. Wir kommen zum Erbacher Siegelsberg. Mhm. Und da wären wir wieder beim Thema, nämlich der Korken. Da kommt er schon. Ich schenke wieder ein. So, ich habe ja eigentlich den guten Platz dann hier. Das funktioniert jetzt heute wunderbar. Sonst hatten wir immer so kleine Unfälle gehabt. Fälle auch noch. Ja, ja, also hier sind schon Sektflaschen auseinandergeflogen und so. Also alles Mögliche. Aber das ist normal. Manchmal muss auch mal was schief gehen. So. Also, Erbacher Siegelsberg. Bekannte Lage, tolle Lage. Was macht die aus, Matthias? Ja, Siegelsberg ist schon so ein bisschen auch natürlich unser Herzstück im Weingut, kann man sagen. Ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, wenn man jetzt gleich von der Lagengeografie spricht, dass man natürlich auch da an dieser Stelle gelegen, wo ein bisschen der Hassel ist. Mhm. Der Wisselbrunn geht so ein bisschen in Siegelsberg über. Oder auch ein bisschen der Hassel so rüber. Das ist so ein schmaler Streifen über dem Markobrunn. Und das ist schon eine besondere Lage, die sehr reiner ist, wo wir auch so ein bisschen diesen Einschnitt haben, wo früher der Rhein geflossen ist. Und natürlich dann schon ist da schon auch ein bisschen Gestein unten drunter. Die Wurzeln können tief eingehen. Und wir haben natürlich auch noch ein bisschen diese Wasserversorgung durch den Markobrunn, die sehr gut ist. Also schon eine sehr gute für uns, unsere Top-Lage, die auch ein sehr eigenes Profil hat. Da wir ja sonst immer diesen sehr Lösslehm-Charakter haben und die haben halt einfach ein bisschen auch diesen Tonmerkel, der das Ganze ein bisschen unterstreicht, den wir ein bisschen drin haben und der da ein bisschen eine Besonderheit mitbringt. Mhm. Jetzt normal gereifte Weine, weil gereift reden wir jetzt von, wir haben jetzt einen Jahrgang 2016, das ist bei dir schon ein Schatzkammerwein, glaube ich, drin, ne? Oder bin ich da jetzt, nee, doch. Ja gut, den Begriff gibt es eigentlich schon bei der Abfüllung im Endeffekt und dann vergeben einfach so, sagen wir, das ist ein Wein mit einem besonderen Lagerpotenzial, den wir dann auch so benennen, den machen wir auch nicht jedes Jahr, aber in 2016 haben wir gemacht, 2015, ich weiß gar nicht, ich glaube 2019 haben wir jetzt übersprungen, aber sonst habe ich das mal so eingeführt, so ein paar, dass ich einfach sage, ach, das lege ich mal weg und will mal so ein paar Flaschen neben an die Seite legen und das erst ein bisschen später auch zeigen, ja. Der jetzt auch gar nicht so aktiv verkauft wird. Gereifte Weine ist ja immer ein gutes Thema, weil wir jetzt auch gerade hier jetzt halt einen Lagenwein, Erbacher Siegelsberg, die lassen sich sehr, 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 sehr gut lagern und gerade gereifte Weine sind auch tolle Essensbegleiter. Aber das wird ja immer schwieriger, weil die Leute ja auch immer weniger Möglichkeiten haben, den Wein auch richtig zu lagern, also gerade auch in einem Keller oder dann wahrscheinlich in einem Weinkühlschrank etc. Es können ja auch viele Leute mit gereiften Weinen überhaupt nichts anfangen, weil die mit dem Geschmack auch überhaupt nicht sowas anfangen können. Könnt ihr das irgendwo verstehen oder wie versucht ihr da auch so ein bisschen dagegen zu arbeiten, dass die Leute wirklich verstehen, das ist ein gereifter Wein, das ist was wahnsinnig Tolles, was auch zum Essen passt? Hm. Ja, genau darum geht es eigentlich, die Speisebegleitung, so einen Wein mit einzubinden. Das macht dann schon Spaß, auch wenn man sowas Gereiftes hat. Ist natürlich schon, der Trend ist da. Wir gehen natürlich zum frischen, jungen, spritzigen Wein und das hat auch seine Berechtigung, absolut, und das ist auch gut so, aber bei dem Wein versuchen wir es halt schon auch gezielt auf dieses Reifepotenzial aufzubauen, ja, also gar kein Wein, der dann überhaupt auch vorhin in den Verkauf kommt, sondern wir sagen, den lassen wir ein bisschen liegen, das ist halt wirklich 100% Holzfass, Spontanvergärung und der bleibt dann auch ein bisschen bei einer gewissen Restsüße auch dann einfach mal hängen,
wie das dann 15 zufällig passiert ist. Und dann kam er zum ersten Mal quasi aufs Tableau, der Wein, dass wir so 30 Gramm Restzucker haben. Hat natürlich auch ein bisschen Alkohol, also schon sehr reifes, sehr gutes Traubenmaterial, kerngesund und ausselektioniert aus dem Siegelsberg. Und dann, ja, und dann ist das so ein bisschen entstanden. Ja. Und das Holzfass bringt natürlich auch ein bisschen Lagepotenzial und auch dann längere Hefelagerung, der wird erst später abgefüllt im Jahr, also der kommt dann erst im September, wird der erst dann abgefüllt und der hat dann schon das Potenzial zu lagern. Also muss man schon ein bisschen gezielt dahin gehen, das auszubauen. Und dann kann man so einen Wein schon auch ein bisschen liegen lassen. Aber es ist schon eine besondere Art von Wein und es ist auch nicht jedermanns Sache. Aber ich will immer jeden motivieren, das auch mal zu probieren. Und das ist halt aber schon was, auch mit der Süße, was dann schon in der Speisebekleidung so ein bisschen seine Trumpfkarte spielt. Wenn man was Schönes hat, verbessert gerade in Hamburg, haben wir ein schönes Lokal, die sehr mit der asiatischen Küche zusammenarbeiten. Das ist natürlich toll, wenn man sowas, ein bisschen was mit Schärfe hat, dann passt auch die Süße ganz toll dazu. Denn man kann es natürlich auch jetzt im Winter so die ganzen volligen oder deftigen Gerichte gut machen, gut empfehlen. Ja, da gibt es ja auch viele süße Komponenten und dann spielt das natürlich toll, ja. Ich glaube, das ist auch eine gute Essensempfehlung von uns, gerade fruchtsüße Rieslinge, die passen wahnsinnig gut zur asiatischen Küche. Also wenn ihr auch so ein Partei habt oder vielleicht auch mal so eine etwas schärfere Currysuppe, so diese Süß-Sauer-Richtung, das passt richtig gut, auch wenn das mal so ein bisschen Schärfe mit drin hat, das kompensiert sich nämlich richtig gut. Deswegen Empfehlung von uns, asiatische Küche funktioniert wunderbar mit Riesling, wussten vielleicht auch die wenigsten. Wenn Sophie. Ja, wenn noch ein Rest der Flasche ist, kann man ja morgen den entsprechend kommen. Wenn noch ein was da ist. Wenn noch was da ist, ja genau. Wirklich richtig gut. Und das ist gerade mal Jahrgang 2016, das muss man ja mal sagen. Das ist ja noch nicht so lange her eigentlich. Und dass man das da schon so gut merkt, wirklich toll, wirklich. Sophie, wie ist es bei euch? Ihr habt eine Schatzkammer? Wir verkaufen eigentlich jahrgangsübergreifend. Mhm. Das finde ich auch sehr schön. Es freut mich auch, weil wir haben tatsächlich Kunden, die sagen, wir wollen nur den neuen Jahrgang. Ihr braucht uns gar nicht mit dem alten Jahrgang kommen. Und wir haben Kunden, die sagen, nee, nichts vor 2015. Also natürlich, die Weine werden weniger, umso länger wir zurückgehen. Aber man sieht einfach, wie toll sich die Weine entwickeln. Unsere Weine werden auch so ausgebaut, dass sie eigentlich ein bisschen länger auf der Flasche brauchen, ein bisschen länger ruhen müssen, sich auch, ich sag mal, eingrooven müssen. Und deswegen freut es mich, dass wir auch, gut, jetzt gerade so die ersten Gewächse, die waren natürlich toll, das sind natürlich so die Top-Weine, ja. Das heißt, die haben am besten Lagerpotenzial auch. Und da sind wir leider jetzt mittlerweile ausverkauft, weil das die Leute mitbekommen haben. Da ist der älteste jetzt von 2018. Aber gerade auch so Spätlese, Trocken und sowas haben wir auch noch von, weiß ich gar nicht, ob wir es noch von 2015 haben, aber haben wir auf jeden Fall noch probiert letztes Jahr. Und das macht sehr viel mit dem Riesling noch aus. Das gibt diesem Riesling auch noch sehr viel. Und da muss ich auch einfach jetzt an dieser Stelle mal eine Hommage an den Riesling geben, weil Riesling einfach alles kann. Also nicht nur, dass wir es gut hier im Rheingau können, sondern Riesling kann trocken, halbtrocken, süß. Kann spritzig, kann still, kann jung, kann gereift. Und ich weiß nicht, ob es eine andere Rebsorte ist, die alles das genauso gut kann. Und also wirklich Chapeau, danke. Sehr, sehr toller Wein. Ja. Weil das Holz ist auch so super eingebunden. Das ist gar nicht so vordergründig, sondern eben sehr, sehr dezent und fein. Und dann noch mit dieser gereiften Note und mit dieser dezenten Süße. Also ich finde den super. Ja. Ich stelle ihn mir gut vor zu Ente. Genau, jetzt momentan nicht so die Zeit, aber schon. Bald wieder. Ja. Ja. Also in Verkauf geht jetzt von der Schatzkammer mäßig jetzt nichts bei euch, aber legt ihr auch so ein paar Flaschen für euch zurück, so für die Familie, einfach mal um zu gucken, was haben wir eigentlich 2015 gemacht? Ja, wir haben immer noch so ein paar Fläschchen da, ja. Ah ja, die Familie egert wieder. Wenn man das nicht mit Absicht gemacht hat, dann findet man die irgendwo in der Ecke. Also ist immer irgendwo noch was da. Ah ja, gut. Ja. Also immer wieder was zurücklegen. Das ist ein gutes Thema. Eben gerade kam die Anmerkung, wir kriegen den Korken nicht aus der Flasche. Oh. Das kann passieren. Der Korken hat also seine Eigenarten. Ich sag jetzt mal einfach frei raus, wenn das Gefriemel nicht funktioniert hat. Das hat mein Opa früher immer gesagt. Valerie, wenn du Korken nicht rauslässt, die Flasche, dann muss er halt einfach rin.
Genau. Stimmt das oder hat mein Opa da wieder falsch gelegt? Na, raus ist natürlich mehr besser als rein, aber ja, das kommt dann schon an, das, was man für ein Gerät hat. Aber ist jetzt auch ein bisschen längere Korken, also ja, wenn man längeren Korken verwendet, der hat natürlich ein bisschen mehr Zugkraft, dass er auch besser liegen kann. Und ich hoffe, sie schaffen das noch mit dem Korken. Also vorbeikommen, helfen können wir jetzt nicht, aber nee. Je nach Korkenziehergerät ist das natürlich immer eine Herausforderung mit so einem Korken. Ich habe da mal so ein Video gesehen, man soll so den Schuh nehmen und dann die Flasche rein und dann kloppt man das so gegen einen Baumstamm oder sowas. Nein, man kann auch hin. Dann könnte eventuell Wein auslassen. Man kann auch ich sag, wenn alles Gefriemel von Pinzetten bis Nadeln, bis alles wirklich bis Baumstamm nichts funktioniert hat, dann muss es rein. Ja. Anders geht's dann leider vielleicht. Bevor ihr dann so kleine Krümel da drin habt, dann vielleicht eher rein als raus. Das ja, dann filtern ihr. Ja. Filtrieren. Ja. Aber morgen kann es dann kommen, je nachdem, wie weit das Paket verschickt wurde. Dann mache ich die Flaschen noch auf. Genau. Vielleicht können wir noch helfen. Sophie, wir haben was übersprungen. Ich habe es jetzt ganz charmant mal wieder überdeckt. Aber Sophie, du hast ein Gedicht mitgebracht und vor lauter Berg haben wir es vergessen. Deswegen, wir müssen wieder zum Thema Fasching zurück. Ja. Deswegen sind wir heute hier. Ich finde, wir haben also Fasching gemacht, deswegen. Genau, ich wollte eigentlich Konfetti mitbringen. Ja, wir müssen zusammen machen, warte. Aber ich wollte den Jochen nicht verärgern. Willst du auch einen haben, Matthias? Ja, gib mir auch mal einen drüber. Weil wenn man, kennt ihr das, wenn man einmal Konfetti verteilt, dann findet man das noch das ganze Jahr in der Wohnung? Das kenne ich. Das haben wir mal am 30. Geburtstag von meinem Freund gemacht. Wir haben 3 Tage lang Konfetti weggekehrt. Deswegen bitte, wenn ihr mal Geburtstag... 3 Tage ist ja schon nichts. Ja, das ist aber schon lang. Also, okay. So. Und es war November. Machen wir das jetzt gleichzeitig? Ja, warum auf nicht? 3. 1, ich glaub das jetzt. 2, 3. Hello! Hey. Hello! Das gibt einen Tusch. Da, da, da. Genau. So, Sophie, also Freischuss für dein Gedicht und es geht los. Und genau, geht. Ich habe natürlich ein Gedicht vorbereitet, weil wir sind ja hier, ja, wir haben ja heute Altweiberfasnacht, da muss man ja natürlich auch was vorbereiten. Das geht folgendermaßen. Ein Mensch erschrickt und ihm wird klar, Mensch, heute ist doch Fasnacht. Dann sucht er, Mensch, ich krieg die Motten im Keller, Karnevalsklamotten. Der Hut ist alt aus Opas Schrank, das Nachthemd längst gestreift, macht schlank. Ein bunter Schal noch um den Hals, denn Karneval ist's immer kalt. Damit man sein Gesicht nicht sieht, er einen Strumpf sich überzieht. 2 Augen schlitzt er noch hinein, ein Loch fürs Nasenbein muss sein. 2 Socken dann, links grün, rechts rot, so zieht der Mensch als Jecke los. Es stürzt der Mensch sich ins Getümmel, als Jeck verklärt, als Mensch verstümmelt. Doch ihn scherzt nicht, denn dieser Tag ist einmal nur in jedem Jahr. So singt und swingt und trinkt der Mensch, versäuft vielleicht sein letztes Hemd und wankt nach Hause, sonst braver Vater, mit schiefem Gang und Faschingskater. Am Mittwoch ist es dann vorbei. Zurück im Alltagseinerlei erkennt der Mensch sehr rasch, das war's. Nicht viel und doch, er hat's gewagt. Das hält ihn fit und gibt ihm Kraft, denn nächstes Jahr genau um 8 wird dieser Mensch erneut sich fragen an einem der 3 tollen Tagen. Soll ich als Mensch mich neu verstümmeln und mich in dem Getümmel lümmeln und trinken, swingen und auch singen, erneut den Kater heimwärts bringen? Weil er sich doch am besten kennt, wird er es tun, denn Mensch bleibt Mensch. Und deshalb sei euch auch gesagt, vergesst des Alltags Leid und Plag, seid fröhlich, lustig, spritzig, heiter, denn Lebensuhren gehen weiter. Der nächste Morgen kommt bestimmt, weil er heute schon das Gestern nimmt. Und auch am Ende ist euch klar, dass morgen längst schon gestern war. So ist und war es allemal und nicht zuletzt im Karneval. Hello, hello. Und Prost und so weiter. Da, 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 da. Das war ein gutes Gedicht. Das frage ich mich auch jedes Jahr. Aber normalerweise wären wir ja heute Abend wahrscheinlich in Kittrich im Zelt oder in Hannesberg oder in der Hartenheimer Burg. Jetzt sind wir heute hier. Ja. Du ja. auch, Hartenheimer Burg? Ja, eigentlich schon, muss ich sagen. Ja. Hartenheimer Burg. Hartenheimer Burg ist normalerweise immer so mein Absacker, weil da läuft dann doch immer die beste Musik und da treffe ich dann auch immer wieder die Sophie und dann irgendwann stolpern wir zusammen nach Hause. Von daher ist es immer eigentlich die
Ich sag's jetzt nicht, die beste Veranstaltung. Also der Donnerstag, der hat schon seinen Charme, das muss man einfach sagen. Das stimmt, der Donnerstag, der ist so, das ist nochmal so dieser erste Auftakt, wo die Motivation noch ganz da ist. Ich habe immer den Vorsatz, Freitag Arbeit zu gehen, aber meistens wird es noch nicht so. Ja, meistens wird das nicht so. Schwierig. Aber wir sind ja flexibel, als Selbstständiger kann man das ja mal so ein bisschen so einen leichten später kommen, das kann man sich ja mal ein bisschen erlauben. Ein bisschen weniger machen, dann ein bisschen früher gehen. 11 Uhr ist auch gut zum Arbeitsanfang, das geht ja auch mal. Vor allem um 11.11 Uhr. Ja, genau. So, Matthias. Ja? Du hast ein Lied gedichtet. Oh ja. Normalerweise hätten wir Sophies Gedicht ja früher gehört, aber weil ich nicht richtig aufgepasst habe, mussten wir das jetzt vorziehen. Du hast ein Lied geschrieben, ein ganz, ganz tolles Lied, mal wohlgemerkt, und hast das als Weinkönigin gesungen. Das heißt, Matthias war nochmal anders verkleidet vorher. Und ich würde sagen, wir schunkeln so halbwegs mit, zusammen dürfen wir es ja dieses Jahr nicht, aber wir würden sagen, einmal ab für Matthias sein Fasenachtslied von der Erberer Weinkönigin. Matthias. Schon gut, gell? Weil ich habe den Text auch eigentlich noch hier mit. Ich trinke jeden Tag ein Gläschen Wein, doch manchmal darf es auch ein zweites sein. Das ist das Rheingauer Leben, wie ich's mag. Sei fröhlich und genieße jeden Tag. In unserem Winger wachsen die Trauben, dass die gut schmecken, kannst du mir glauben, schenk mir mal eine ein von unserem guten Rheingauwein. Ich trink im Leben nichts anderes mehr, auf komm bei, mein Glas ist leer. Ich hab Durst volles Rohr, ich heb mein Glas an den Mund empor. Schenk mir mal eine ein, schenk mir mal eine ein, schenk mir mal eine ein. Ja, unser Riesling, der ist weltbekannt, doch auch Burgunder gibt's hier allerhand. Noch viele Sorte bauen mir hier an. Traminer, Muscatelle, Sauvignon. Draußen im Winger gedeihen die Trauben, dass die gut schmecken, kannst du mir glauben, schenk mir mal eine ein von unserem Bude Rheingauwein. Ich trinke im Leben nichts alles mehr, auf komm bei, mein Glas ist leer. Ich hab Durst volles Rohr, heb mein Glas an den Mund empor, schenk mir mal eine ein, schenk mir mal eine ein, oh, schenk mir mal eine ein. Draußen im Winger packe dein die Trauben, dass die gut schmecken. Kannst du mir glauben, schenk mir mal eine ein von unserem guten Rheingauwein. Ich trinke im Leben nichts anderes mehr, auf komm bei, mein Glas ist leer. Ich hab das volles Rohr, ich heb mein Glas an den Mund empor, schenk mir mal eine ein.
schenk mir mal eine ein. Oh, schenk mir mal eine ein. Matthias, lass mich raten, das war eine Familie Römer von der Familie Graf. So ein bisschen ist es so, ja. Also das ja, darum, so ich, gut mit den Haaren, ich finde, das kannst du öfters tragen. Ich glaube auch. Ich habe jetzt auch mich entschieden, jetzt vielleicht lass es noch ein bisschen wachsen. Ja. Friseure haben wir eh noch also zu. Also wir werden im Rheingau alle schräge reisen und wir brauchen eine neue Weinkönigin in Erbach, die Bella und die Luisa, die würden sich so freuen, wenn dich ich an ihrer Seite zu endlich mal ein Bacchus so in Erbach. Ich vielleicht auch den Bart noch ein bisschen reduzieren. Ja. Ich habe Dost volles Rohr, das war eben der Text. Ja. Ihr habt das direkt ernst genommen. Ich finde das gut. Das funktioniert wunderbar. Eben gerade kam auch schon in den Kommentaren, das ist ja total cool. Echt krass. Das war jetzt, also, oh ja, das ist so. Das Wort. Aber mit C oder mit K? Mit C. Mit C auf jeden Fall. Okay. Mit C. Ich mache mal hier die Flasche. Dann. Genau. Wir fangen an. Nee, wir enden tatsächlich. Ist schon das vorbei fast. Der letzte Wein. Schrecklich. Vorbei und ganz. Aber es ist auf jeden Fall der letzte Wein. So, und wir haben einen klassischen Rheingauer Spätburgunder. Magst du das andere Glas nehmen, Sophie, oder das da? Das? Ich habe hier irgendwie ein System gehabt oder auch nicht. Ich habe da nie ein System. Ich denke mir mal einfach ab ins Glas. Jawohl, komm. Ich habe mir extra alles hier vorbereitet, meine ganzen Luftschlangenbomben. Ich glaube sogar, ich habe auch noch hier einen. Und mal Matthias, der kommt zu dir. Moment. Der schießt mal rüber. Wie gesagt, Jobbo, für dich kein Konfetti. Du hast ja alles hier. Gut. So. Ich bin ja so froh, wenigstens in kleiner Form Fasenacht jetzt heute mal wenigstens einmal verkleiden. Ich bin ja ganz, ganz doll, was Verkleiden angeht. Also schon im November plane ich mein Fasenachtskostüm. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist irgendwie im Blut. Aber unser Spätburgunder. Typisch für den Rheingau. Guter Spätburgunder. Und zwar, was haben wir dann jetzt hier Schönes im Glas, Matthias? Das ist Wohl. Genau, erstmal zum Wohl. Das ist das Wichtigste. 2018er Jahrgang ist das. Das ist auch wieder so ein bisschen, die Kategorien haben wir ja schon ein bisschen angesprochen. Das ist dann der Erbacher, der Ortsspätburgunder. Und 2018 war natürlich ein super Jahrgang, muss man sagen, einfach beim Spätburgunder. Da sind wir schon verwöhnt worden mit der Sonne, mit der Reife. Und da gab es natürlich, ja, da haben wir schon, eigentlich kann man sagen, die letzten 3 Jahre, 19 war auch toll, 20 war auch toll. Da gibt es schon eine Phalanx mittlerweile an guten Rotwein in den nächsten Jahren, wenn wir haben. Und die Spätburgunder haben das auch genossen, das gute Wetter. Und da haben wir tolle Jahrgänge, die da kommen. Und ich finde, das merkt man auch bei dem Wein. Das ist jetzt der kleinere Spätburgunder, also der Ortsspätburgunder, ist natürlich auch voll im Holzfass ausgebaut, im größeren Holzfass. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Röstaromen, Barrique, sondern es geht einfach so ein bisschen um die Fülle ein bisschen zu fördern. Der liegt da im größeren Holzfass, vergoren natürlich auf der Maische und ungefähr so ein Jahr im Fass. Und er hat dann natürlich die Spätburgunderfrucht, die man so kennt, dieses Cassis. Aber was bei uns natürlich diese Erbacher Lagen auch ein bisschen ausmacht, ist, dass das quasi ein bisschen vielschichtiger wird, dass wir hier auch noch ein bisschen dieses Beerige reinbekommen, finde ich. Ein bisschen diese Brombeere oder Himbeere dazu. Und das ist, finde ich, für mich ein schönes Fruchtspiel, was wir hier haben bei dem Spätburgunder. Hat auch einen leichten Pfeffer, sowas. Mhm. Ja, schon ein bisschen auch vom, klar, das merkt man schon auch, finde ich. Weil er hat auch noch einen gewissen Zug und einen gewissen Biss. Mhm. Also hat auch ein bisschen Reibepotenzial, aber ist schon so eine sehr klare Struktur. Sehr, und klar, dieser Pfeffer kommt natürlich dazu. Mhm. Auch ein bisschen mit dem Säurespiel und so. Er ist ja auch sehr trocken ausgebaut, also ich glaube, hat 2 Gramm Restsüße und das finde ich, da macht mir sehr viel Freude im Moment, die Spätburgunder, wo ich ja, haben wir vorhin über die Rebsorten gesprochen, da haben wir auch mittlerweile Merlot im Sortiment und ich habe mal so eine Zeit lang den Spätburgunder ein bisschen abgeschworen, muss sagen, oh, und immer diese Spätburgunder, kann man was anderes und Merlot ist ja eine tolle Sorte, ist natürlich auch schön, aber mittlerweile bin ich voll wieder auf dem Spätburgunderkurs und ich mache das total, liebe das total, auch gerade mit den Jahrgängen, die wir jetzt haben, ja, die Spätburgunder. Tun die warmen Jahrgänge dem, also schon, dem Rotwein schon gut? Ich finde es gut, ja, also wichtig ist halt einfach diese Trockenheit und dieses durchgängige sonnige Wetter im Herbst, das haben wir ja seit 18 eigentlich gut. Ja. 17 hat man ein bisschen gekämpft, da hatten wir dann diesen Hagel in Erbach oder auch bei dann Hattenheim darüber, ging es ein bisschen schwierig. Aber das haben wir schon und da gibt es schon tolle Rotweine, ja, die einfach eine schöne Reife haben und schönes Spiel. Also, das sollte man probieren. Auch wenn wir bei den Rheingau, viele sind ja ein bisschen skeptisch bei den Rheingau Spätburgunder allgemein, bei den Spätburgunder als Rotwein. Habe ich auch immer viele Kunden, die sagen: Ach nee,
Rotwein, Rheingau oder sowas. Aber jetzt mit diesen Jahrgängen, die uns da bevorstehen, da gibt es schon wirklich tolle Sachen. Mhm, absolut. Also man kann ja nicht mehr sagen, der Spätburgunder ist ja sonst immer so hell und dann ist er bestimmt auch nicht so im Geschmack. Oder wie macht ihr das denn, dass ihr dann wirklich auch so kommuniziert? Ihr habt ja auch mittlerweile dann den Spätburgunder mit drin? Nur Rosé. Nur den Rosé, genau. Aber wie versuchen wir das dann auch irgendwo im Rheingau auch zu kommunizieren, dass der Spätburgunder jetzt durch die Jahrgänge, wo du auch gesagt hast, gerade vom Wetter abhängig, klar, Merlot fühlt sich mittlerweile im Rheingau sehr, sehr wohl, ja. Aber dass auch der Spätburgunder mal mehr an Beachtung gewinnt. Ja, das ist schwierig. Wie kommunizieren wir das? Also eigentlich sind wir ja wirklich für den Spätburgunder auch bekannt. Also wir haben ja wirklich in Assmannshausen im Rheingau, gehört ja auch zum Rheingau, ja, muss man sagen. Viele sagen auch, Assmannshausen ist für uns im mittleren Rheingau weit weg, aber in Assmannshausen haben wir schon immer tolle Rotweine und super, auch super, super, einen super Ruf haben. Ja. Aber irgendwie ist so der Spätburgunder für viele so, das ist schon eine Diva, kann man sagen. Ja. Und es ist halt wirklich so eine Besonderheit bei den Rotweinen, dass der Spätburgunder eigentlich wirklich einzigartig ist und einmalig. Ja. Und dann muss man sich ein bisschen randringen, glaube ich. Und ich meine, mit der Farbe, das ist immer so ein Diskussionspunkt, aber einfach der Spätburgunder, der bringt einfach von der Rebsorte nicht so viele Farbpigmente mit. Und da kann man auch jetzt auch in reiferen Lagen und in reiferen Anbaugebieten oder wo mehr Sonne scheint oder so, ist einfach der Spätburgunder einfach von seiner Farbe auch begrenzt. Das hat nichts mit dem Wetter bei uns zu tun. Der ist halt einfach rot und hat keine Blaureflexe oder hat nicht so dieses deckende Rot, sondern hat ein schönes Farbspiel mit dem Rubinrot. Ja. Und, aber das hat für den Wein eigentlich, für die Fülle und für die Vielschichtigkeit des Weins eigentlich gar keine Aussagekraft. Also muss sagen, Spätburgunder sind ja auch wirklich so die teuersten Weine der Welt und das ist auch zu Recht. Und da muss man einfach sagen, gibt es auch im Rheingau und auch sehr gut im Rheingau. Und mittlerweile haben wir ja auch, wenn man mal so ein bisschen diese Wetterdaten anguckt, letztes Jahr haben wir, glaube ich, mal einen Vortrag von der Forschungsanstalt gesehen und da sind wir ziemlich auf einem Niveau wie das Burgund vor 10 Jahren. Und da sieht man eigentlich, wo die Reise hingeht bei uns. Ja. Und da kann man sagen, hier ist der Spätburgunder heimisch, ja, und der kann das. Und da kommen wir langsam hin und das ist schon gut, das macht Spaß. Ja. Und ich habe mittlerweile wirklich auch meine Liebe für den Spätburgunder wiederentdeckt und ich spiele das jetzt auch aus im Weingut. Ja. Da können wir Rheingauer, Klopf auf die Schulter, ja. Sehr, sehr stolz drauf. Jetzt kommen wir mal wieder ganz abschließend eigentlich zum Thema zurück und zwar Fasnacht. Wie würde denn bei euch eigentlich, hat's geklappt? Das war ein Fail. Warte mal, hier haben wir noch eins. Kommt noch mal jetzt. Ja, selbstverständlich. Ich habe ja noch das hier. Das ist ja auch der einzige Tag im Jahr, wo wir es machen können. Oh, Matthias, bist du bereit? Ich bin bereit. Kannst du mir gerne anrufen. Oh, ja. Wie würde denn normalerweise bei euch so ein ganz normaler Fasnachtsablauf also so aussehen? Über das ganze Wochenende. Sophie, fangen wir dir an. Ja. Wo fangen wir an? Also, das fängt natürlich mittwochs an mit dem Männer-Ballett-Festival. Das wechselt ja immer, Erbach, Eltville und Kietrich. Ich hoffe, ich täusche mich da nicht. Mhm. Dann donnerstags Altweiber-Fasnacht, eventuell Hattenheim oder auch Johannesberg. Beides gut. Oder auch Kietrich. Kietrich ist auch nicht zu vernachlässigen donnerstags. Ja, und dann freitags ist ja meistens dann Party auch wieder in der Burg in Hattenheim. Das trifft sich ja gut für mich, weil das ist ja ein easy Heimweg für uns nach Hause. Ich weiß gar nicht, wo du wohnst, Matthias. Wohnst du in der Nähe von der Burg? Hast du es auch nicht weit? Ich hab's ein bisschen weiter. Du hast ein bisschen weiter. Es ist ein schrecklich langer Weg, manchmal aus der Burg da hoch. Ich bin ja ganz oben in Hattenheim. Ah ja, bergauf ist die, nicht in an der Ruhe schrecklich. Und das sind ja bestimmt 500, vielleicht auch, sagen wir, vielleicht sogar 600 Meter. Das zieht sich schon unheimlich. Ja, das glaube ich. Man hat ja die doppelte Strecke dann, die Straße hoch. Und ja, das kann schon dauern, ja. Wer schwankt, hat mehr vom Weg. Ja, genau. Naja. Und samstags, also ich bin meistens immer bei einer Gruppe dabei, ist man natürlich erstmal auf dem Umzug. Abends ist irgendwo auch irgendwas oder die Burg wieder in Hattenheim, weil das ist, also da geht immer irgendwas. Und sonntags, wo ist sonntags? Ich habe ja letztes Jahr Fasnacht verpasst. Für mich sind es ja 2 Jahre kein Fasnacht und es oh, so viel. Weh. So, Das hat mir letztes Jahr schon sehr weh getan, weil man ist ja internetmäßig vernetzt und ich habe alle diese Bilder gesehen und Videos und ich dachte, und jetzt hockst du hier in Südafrika, die ist zwar warm und alles ist schön und du hast guten Wein und keine Ahnung und gute Gesellschaft, aber trotzdem hast du keine Fasnachtsstimmung, ne? Ja, da hat was gefehlt und jetzt dieses Jahr wieder, aber nächstes Jahr, glaube ich, wird es umso besser und genau, also sonntags ist Umzug in
Wechselt auch, ne? Erbach. Also in Erbach ist immer Umzug? Immer sonntags. Ja, sind wir mit dabei? Ja, da sind wir auch immer mitgefahren. Sonntags ist aber Winkel auch war. Winkel ist auch Johannesberg ist auch sonntags. Ah ja. Ja, dann weiß ich gerade gar nicht, wo ich wäre jetzt dieses Jahr. Sonntags bin ich meistens in der Ruhephase für montags. Schlecht, Valerie. Das ja, ich weiß. Das muss eigentlich besser trainieren. Ganz schlimm. Ja, und montags ist man dann ja wieder in Kietrich. Genau. Und abends schwächeln viele. Das muss ich sagen. Ja. Das finde ich nicht gut. Abends schwächeln viele. Aber man findet schon irgendwo noch mal so eine Aktivität. Weil dienstags ist ja auch noch mal ein Umzug tatsächlich. War ich aber noch nie dabei. Ich auch nicht. Ich habe es auch nie geschafft. Ich glaube, nee, ich weiß gerade gar nicht wo. Aber mein Bruder war da. Irgendwo da. Ja, genau. Da gibt es auf jeden Fall noch mal was dienstags. Also montags einfach der Abschluss. Und da muss man eigentlich noch mal alles geben, falls man nächstes Jahr kein Fasnacht hat. Aber viele geben auf. Hm. Ja, eigentlich geht es ja schon früher los, ja. Das ist ja schade. Jetzt sind wir schon mittendrin fast. Ja, wir sind schon mittendrin. Fängst du auch schon mittwochs an? Das ist jetzt die Frage. Ach so, mittwochs meinst du? Ich habe noch nie mittwochs angefangen. Nein, eigentlich nicht, ich glaub, aber wir fangen ja im Endeffekt schon freitags davor an. Also es geht ja ach so. Die Hattenheimer Sitzung hast du ja auch schon obteilgenommen. Ja, genau. Hattenheimer Pfarrfamilie oder Fasnacht ist ja dann los. Da haben wir immer einen Vortrag auch und Schnorre, Kostüme und alles drum und dran. Und da haben wir die Vorträge und dann geht es natürlich schon zu der Hexensitzung in Erbach wieder am Samstag danach. Und da hat ja meine Tochter einen Auftritt mit ihrer Tanzgruppe oder mit ihrer, ist ja auch dabei. Und das ist dann, da ist man schon mittendrin am Donnerstag. Ja. Ja. Ich bin dann abends meistens schon ein bisschen ruhiger. Samstags darf ich schon auf die Best AJ Party in Erbach. Oh, da war ich aber auch schon. Da habe ich schon erreicht, jetzt die 40, darf ich schon mitmachen. Der Jobo legt auf, also deswegen. Ja. Jawohl, also auf jeden Fall, sehr schön. Da gehe ich auf jeden Fall hin, um die Burg, aber Freitag setze ich da mal aus. Da ist meine Frau unterwegs, da gucke ich an die Fasnacht. Das ist ja auch so, wie man sich selbst fühlt, muss man mal kurz dazu sagen. Ja. Da gibt es ja alles dabei. Ja, also Freitagspäuschen, Samstags. Freitagspäuschen, genau. Samstags ist ja auch immer Erbach. Ja. Und oder bin ich jetzt Umzug in Hattenheim. Erbach und Hattenheim ist ja immer zur selben Zeit. Nein. Wir gehen immer Samstag in Hattenheim mit und ich kenne nur Sonntag Hattenheim, Erbach. Was soll ich sagen? Wir gehen immer Samstag in Hattenheim mit und Sonntag gehen wir immer in Erbach mit beim Umzug auch. Ja. Und dann muss ich ein bisschen langsam machen. Und dann klingt es schon wieder ein bisschen aus. Meistens bin ich Rosenmontag gar nicht mehr so dabei. Dann bin ich schon wieder auf der Arbeit fast. So gefühlt. Das habe ich letztes Jahr das erste Mal mitgemacht, der Rosenmontag nochmal so richtig ausgiebig nochmal zum Abschluss. War schön. Aber mittwochs habe ich noch nie angefangen und auch nicht den Freitag vorher, also da seid ihr mir einiges voraus, muss ich sagen. Also, doch, das muss ich schon ein bisschen. Abschließend dazu, bevor wir zu vielen Erinnerungen schwelgen oder vielleicht noch traurig werden, dass es dieses Jahr leider nicht der Fall sein kann. Ich bin ganz, ganz froh, dass wir uns heute Abend nochmal verkleiden konnten. Ja. Das war für mich wirklich das Highlight des Februars gewesen. Ganz, ganz toll. Und ich freue mich, dass ihr da wart. Auch beide verkleidet, dass wir das durchgezogen haben mit Luftschlangen und allem, was dazugehört. Und dass vor allem auch ihr mit dabei wart und so viele tolle Fragen gestellt habt. Genau, Sophie, hau nochmal alles raus, was geht. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart, dass ihr daheim auch nochmal so ein bisschen diese Fasnachtsstimmung haben konntet, so gut, wie wir es eben geben konnten. Und ich freue mich auf den 11. März. Und zwar wird da der nächste Wine Talk stattfinden mit Katharina Bausch und Aurelia Hamm. Aurelia Hamm wird live zugeschaltet aus der Pfalz. Das wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich darauf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, zum Abschluss nochmal ein dreifach donnerndes Hello! Und in diesem Sinne aus dem Studio. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Gute. Ich hoffe, der Korken geht raus. Das ist ja auch ein Ja, ist der Korken draußen? Ja, der Korken ist raus.